wunderprächtigen, schönen Buongiorno oder Mahlzeit oder Glück auf. Jo, ganz früh morgens. Bin hier gerade in Dinslaken. Ja, wie man unschwer erkennen kann, ja, ich bin da, wo unser Arzt ist, unsere Ärztin ist. Und ja, Niki braucht eine Überweisung. Er muss ja gleich in die Klinik, Herzklinik. Oder ein, nee, Überweisung. Ja, und ja, da müssen wir, beziehungsweise er muss dann, ja, wie gesagt, einen Check-up machen, ob seine, sein kleines Partyschirmchen richtig gesetzt worden ist. Und ja, im Herz hat er so ein Schirmchen wegen Loch und so, ne? Und das muss jetzt getestet werden oder geguckt werden. Und das geht leider nur mit Schlauchschlucken. Und Schlauchschlucken, wisst ihr bestimmt, ist nicht das Angenehmste, ne? Ja, tut mir leid. Also, ja, nochmal wegen sowas nochmal checken lassen. Ja, was willst du machen, ne? Ja, dann werde ich mir heute den halben Tag verbringen, mit Niki durch die Gegend fahren und in Meiderich, ja, wo die Klinik da ist, da wird es halt ein bisschen länger dauern und ja, ist alles schäbig, ne? Ich sage mal, keine Krankheit lohnt sich. Krankheiten sind für nichts zu gebrauchen und nichts gut. Ja, wenn das hier so brummt, hier ist gerade die Müllabfuhr, die Jungs von dem Altpapier und ja, guck mal, die können große Container und die kleinen Mülltonnen können sie da einhängen, auch nicht schlecht, naja, nun, ist doch praktischer, ne, sonst müssten die ja nochmal kommen mit einem Extrawagen, also Müllabfuhr ist schon effektiv, ne, und ich sag mal, ein bisschen umweltbewusst, was das betrifft. Früher hieß das Ding mal Aschentonne, ne? Könnt ihr euch da noch daran erinnern? Aschentonne, die aus Blech, diese schweren Dinger da. Ja. Ja, ich habe auch festgestellt, mit unserer Laubgeschichte da vor der Tür, abartig. Aber guck mal, der LKW-Fahrer oder der Mülltonnenfahrer, der ist auch der Mülltonneinhänger und Auskipperer. Nein, aber was ich sagen wollte, die Stadt Duisburg stellt sich quer, wir bekommen keinen Laubkübel. Ja, dann habe ich gesagt, okay, dann schrien wir alles so auf dem Fußgängerweg, lassen ein bisschen Platz für den Fußgänger und achten darauf, dass das nicht im Rinnstein landet. Obwohl, Rinnstein ist ja auch lächerlich. Ja, Rinnstein ist ja dafür da, dass es irgendwo ablaufen kann. Aber es kann nicht ablaufen. Es sammelt sich einfach im Kreuzungsbereich. Da ist nämlich kein Gulli. Ja, manchmal ist das ganz schön komisch, ne? Ja, aber damit könnte ich sie kriegen, ne? Wenn sie dann kommen hier von wegen, ja, ich dürfte das ja gar nicht dahin schieben oder so. Nee, tut mir leid. Ich habe den Rücken kaputt. Niki hat Asthma und Herz. Küken hat Rücken kaputt. Also wir haben alle drei den Rücken kaputt, ne? Voll die Rentnergänge, ja, aber egal, ne? Lustig, ja, muss sein, ne? Ja, ne, auf jeden Fall, ja, soll ich mir da extra einen Gärtner oder sollen wir uns extra einen Gärtner animieren da oder wie heißt das da, teuer bezahlen, damit der einmal im Jahr oder zweimal, dreimal im Jahr im Herbst zum Laubfegen kommt? Kann ich mir nicht leisten mit meiner Rente. Da muss ich ja wieder den Staat ja wieder in die Tasche greifen, ne? Ja, ich habe halt meine Rente und so wie es aussieht, vielleicht Niki auch irgendwann, ja, mit seinen Problemen. Und wenn das nicht besser wird, dann, ne, dauert es halt ein bisschen. Und naja, wie es eben so ist, ne? So, ich sag dann mal bis später, ne? Immer so stückchenweise. Herrschaftszeiten, sag mal. Mal ein bisschen meckern, ne? Vielleicht geht das. Vielleicht hilft das ja. Stehe schon seit über einer halben Stunde jetzt hier. Der muss doch gleich noch nach Meiderich.
Oh, was da dauert. Leute, da sind zwei Ärzte. Da kann doch mal wohl einer unterschreiben eben. Ja, so eine olle Überweisung da. Mein Gott. Ja, das soll ja alles leichter werden. Das soll ja alles einfacher und schöner werden und besser, ne? Krankenkasse lässt grüßen. Mann, oh. Und was ist? Für mich wird das schwieriger. Die schreiben mir keine Medikamente auf, geben aber auch keine Info, ja, dass ich die Karte einlesen muss. Ja? Das ist ja auch ein Blödsinn. Alles ein halbes Jahr, das würde reichen. Weil wenn ich tot bin, hole ich mir keine Medikamente mehr. So viel steht fest. Ja, die könnten die oder ein Jahr sogar die Karte gültig einschalten. Oder über die Krankenkasse könnte das ja laufen. Oder die könnten ja vernetzt sein. Aber das ist ja Deutschland. Deutschland und seine Internetvernetzung und was nicht alle, ne? Ja, das sieht man ja auch an der Polizei. Da sagt die eine Polizei aus der einen Stadt, der anderen Polizei aus der anderen Stadt, natürlich nicht, dass die da auch einen Strafgefangenen flitzen gegangen ist oder irgendwie sowas, ne? Das wird alles nicht verraten. Da kommen die aus dem Ausland. Aus dem Ausland, die müssen dann hier unseren Polizeipräsidien da. Die müssen das dann denen weitersagen. Pass mal auf, da ist einer, der macht jetzt böses Zeug. Ja, ist doch ein Witz, oder? Ehrlich. Ja, wir sind so, ich habe das Gefühl, Deutschland ist so rückständig. So, guck mal, in Indien, die Garküchen, das habe ich schon vor, glaube ich, vor 8 oder 10 Jahren, habe ich gesehen, dass die, da gehen die mit einem Handy in Indien. Eine Pommesbude, sag ich mal, oder an so eine Gasstube, irgend so eine Bretterverhau, ja. Halten sie das Handy dran, zack, bumm, guckt auf das Ding, yo, ist bezahlt hier, ich mach dir einen Reis mit Hühnchen, ne, mache ich hier fertig, ne. Ja, das geht bei uns so lange nicht. Das funktioniert hier noch lange nicht. Da ist ja ein Witz, ne, also, ehrlich. Ja, das ist so rückständig, so Steinzeit noch, ne? Da muss man noch mit Muscheln und Bernstein oder mit Kieselstein oder irgendwie sowas bezahlen. Ja, also Leute, das ist alles so, boah, das könnte alles viel besser vernetzt sein. Und dann kommt dann irgend so ein Doktor da, oder was, wenn das überhaupt einer ist, ja, der dann am Mikrofon steht und erzählt, ja, ich bin alles bitter und ich bin alles schön. Ja, die Krankenkassen sind ganz schön krank. Ja, mein Gott, nee. Da muss man ein bisschen mehr Pfeffer rennen. Scheiß da. Und ich warte immer noch, ne? Ich guck schon immer, ob der kommt. Was ist denn das? Hat den Superman-Umhang um oder was? Na, super süß. Ja, hier läuft immer morgens was rum. Ja, und da lachst du dich kaputt. Da war jetzt irgendwas. Das muss ich mal gucken. Was an Nachrichten. Das ist ein Typ. Ein Typ mit einem Superman-Umhang. Nee, so ein. Ja, Umhang. Nee, in Samt. Dunkelgrüner Samt. Nee, den zeige ich euch nicht. Tut mir leid, das geht nicht. Der sieht aus wie von der Frisur allein schon wie aus dem. Und ein Stern hat er. Einen großen Stern. Mit Kapuze. Scheiß die Wand an. Na, ich will jetzt nicht lästern über andere Leute, um Gottes Willen, das ist nicht meine Aufgabe. Aber manche machen dich selbst zum Vogel. Auf jeden Fall. Und jetzt wecker ich hier immer noch rum. Der ist immer noch nicht zu sehen. Der hat gleich einen Termin. Also, ja, sowas kann ich nicht ab, ne? Sowas geht gar nicht. Wenn ich morgens pünktlich aufstehe, ja, dann können das doch andere auch. Was haben die da für Sitzungen da? Gesprächsunterhaltungsscheiße da. Ach, furchtbar. Schon wieder, ne? Guck mal. Schon wieder 5 Minuten mit euch verplempert. Nein, ich verplemper das doch gar nicht mit euch. Ja, aber ihr lasst. Nein, Quatsch. Ihr könnt Dampf ablassen. Ja, und ihr müsst leider meinen Dampf auch ab und zu mal abkriegen, ne? Nein, nein, nein.
Eine Frechheit, ne? Frechheit ist das Tor hier, ey. Ah. Ja, aber der hat jetzt wirklich so ein Mittelalter-Umhang gehabt. Hier weißt du noch, wie die früher so, ne? So aus, so, wo, vom Winde verweht, ne? Weißt du noch? Wo die sich aus dem Vorhang, aus dem Samtvorhang von der Rentsch da, hat sie sich doch so einen Umhang genäht, mit Kapuze schön, ja? Das passt nicht hier, mit so einem T-Shirt von Alpa, oder wie der Laden da ist. Alpa. Kommt noch nix. Ehrlich. Das ist eine Frechheit, der nimmt doch ab. Also, was man hier warten muss. Ja, also das ist das einste Manko. Total toll, die Ärzte. Ganz super. Ja, aber wenn man wegen der scheiß blöden Überweisung jetzt so lange hier absitzen muss, ist er das? Nee, das ist eine Frau und die läuft nur so. Läuft so wie Niki. Ja, ich könnte ja ein Stück vorfahren dann, aber das ist Bushaltestelle. Das geht dann auch wieder nicht. Naja, okay, bis gleich. Nur mal ein bisschen Dampf ablassen gemacht, getan. Ja, manchmal ist schlecht. Also, wir stehen jetzt auch in Meierich, KWK, Kaiser Wilhelm Krankenhaus ist spezielle Herzklinik. Ja, da wo ich letztes Mal auch war, ja, mit meinen Problemchen, mit meinem Defibrillator. Ja, das ist natürlich alles scheiße, sowas, ne? Also, Niki sagt auch schon, die brauchen unwahrscheinlich lange für eine Überweisung zu unterschreiben. Und ja, das könnte alles einfacher gehen, wenn man die Scheißüberweisung mal langsam abschaffen würde. Ja, tut mir leid, Leute, ihr wisst, ja, ich bin immer sehr drastisch und sehr kritisch. Ja, und alles, was unnütz ist, und das ist unnütz, denke ich mir. Ich weiß, manche Ärzte brauchen bei manchen Wechsel vom A nach B Arzt, brauchst du keine Überweisung mehr. Ja, warum denn nicht insgesamt? Was soll das, ne? Ja, das ist so ein altes Drecksystem. Ja, für mich, ich finde das ein Drecksystem. Das ist so, du musst jetzt, wenn nicht, keine Untersuchung oder Behandlung, ne? Ja, Leute, so geht das nicht, ne? Ja. So. Ich könnte mir jetzt so irgendwo so ein Mettbrötchen holen. Oh. Ja, so ein Mettbrötchen, das wäre jetzt, glaube ich, so meine Idee. Mich wieder so einigermaßen Privatgelände, ach so. Ja, so mich einigermaßen wieder auf Vordermann zu kriegen, ne? Ja, so, boah, so ein Mettbrötchen, schön mit Zwiebeln, Salz, Pfeffer, boah, boah, boah. Wisst ihr, was das Geilste ist bei Mettbrötchen? Oder überhaupt, wenn du Salz und Pfeffer drauf machst und Zwiebeln, ja, du beißt da rein und dann hast du Salz an der Oberlippe und dann einen Schluck Kaffee drauf. Hör mal, ja, meine Schwägerin hat das mal damals so erzählt, ne, man fantasiert ja so, ne. Und ich habe das ausprobiert. Ja, Hallöchen, Popöchen. Das ist aber genau, hoch, genau das, was ich mir so auch jetzt vorstelle. Anders geht es nicht. Ja, ich habe ja meinen Kaffee mitgebracht. Ich mache mal eben, ich stelle euch mal eben kurz hier weg, ne? Auch nicht. Warte mal, wo ist es denn? Hier. So, jetzt, ach, guck mal. So, jetzt bin ich wieder da, ne? Ja, das Fummelscheiß, ne? Ich habe ja zum Glück Kaffee mitgebracht. Muss man so fest immer manchmal drücken, ne? Kaffee mitgebracht. Ich finde so, die Dinger habe ich gerade so überlegt, ne? Die sind ja voll unhygienisch. Also wenn du da keine Spülmaschine hast, ja manchmal kommst du da gar nicht. Wie willst du hier da oben, hier außen in die Ritzen reinkommen? Ne? Ja, man kann das auseinandernehmen, habe ich gesehen gerade noch. Ja, Niki hat das sich sonst immer fertig gemacht, ne? Stößchen erstmal.
Oh, der ist immer noch schön heiß. Lecker. Mit Milch und Krebserreger. Ja, weißt du, so die Bürokratie, oder heißt das Büro? Ist egal, ihr wisst schon, was ich meine, ne? Also der Schreibkram für nüscht und wieder nüscht. Ja, man hat ja Computer, man ist ja vernetzt. Nein, man muss es noch komplizierter machen. Ja, man muss die Leute hier auf Trab halten, ne? Ja, dann hast du keinen Sprit. Ja, da musst du tanken erst, bevor du dich untersuchen lassen kannst. So, und dann musst du die Karte bei dir haben. Dann musst du, wenn du die Karte nicht bei hast, ganz schlecht, wirst nicht behandelt. Kopf ab, egal, annähen. Kommen sie erst mal wieder, wenn sie die Karte haben, ne? Prost. Heißer Kaffee, das geht, ne? Also Leute, heißer Kaffee. Ich liebe ja alles so heiß, ne? So Reibekuchen. Kennt ihr Reibekuchen, Räfkuchen? Ja, kennt ihr das? Oder Reibepfannekuchen? Oder jeder sagt ja auch wieder anders, ne? Jedes Dorf. Ja, aber pass mal auf, Reibekuchen heiß in das Maul rein, hör mal. Ah, so gerade so aus der Pfanne, ne? Dann sind die ideal. Dann sind die genau richtig, so wie ich sie am liebsten gerne mache. Stößchen. Ah, ich glaube, ich mache mir morgens meinen Kaffee jetzt immer hier drin. Oh! Bis er unten angekommen ist, ne? Das heiße, ne? Oh, das ist gemein. Speiseröhrenverbrennung. Ach ja. Ah. Ablecken. War ein Droppen dran. Aber ist noch schön heiß. Bin begeistert. So, Zigarettenpause. Ne? Und dann mache ich Feierabend. Wo ist das Feuerzeug da? Ja, mir tut der Junge ja immer leid, ne? Mir tut der Junge ja leid mit seiner Arztrenneritis da. Ne? Aber willst du machen? Ja, wenn du Lust am Leben hast, gehst du ja auch zum Arzt, ne? Da guckst du ja auch, dass du fit bleibst und gesund bleibst. Ja, also manchmal frage ich mich, wie machen andere das, ne? Die kennen keinen Arzt. Ja, die sind dann aber auch kerngesund. Ja, so Adonisse, also männliche Menschen, ne? Das sind so Adonisse oder Dianas, ne? Um das mal so ein bisschen auszugleichen, ne? Also fühlen die Damen sich, naja, vernachlässigt von mir. Dabei will ich das gar nicht. Ja, aber ist so, ne? Es ist ja man so. Ja, guck mal, ne? Also, Männlein und Weiblein, das war schon immer gut. Bis die Frau sich mit der Schlange unterhalten hat und hat zu ihren, ja, verheiratet waren sie ja noch nicht, ne? Ne? Es gab ja noch keine Churchen, ne? Also Kirchens, ja, oder andere Glaubenshäuser, ne? So, dann haben wir sie alle. Ja, das gab's ja noch nicht, ne? Also konnten die beiden ja noch, Adams und Evas, ja noch nicht verheiratet. Aber was mich ja nochmal fasziniert, ne? Dann hat sie ihm eingeladen zum Obstsalatessen, ne? Es steht ja nicht fest, welches Gemüse oder Obst das war, ne? Viele sagen immer, ja, oder bilden das in Kirchen so auf die heiligen Bilder so ab, ne? Ja, das war ein Apfel. Haha. Wer sagt dir das denn, dass das ein Apfel war? Wart ihr dabei? Hat da RTL beigestanden? Hat das gefilmt? Ja, oder NTV Dokumentation oder so? Nee. Also, reden wir mal vom Obstsalat. Ne, könnte ja sein, ne? So ein schön gemischten. Ja, und da war halt die Frucht der Erkenntnis, ne? Ja, ich meine, ich habe ja nichts dagegen. Was stehst du denn hier direkt neben mir? Sag mal, fährst du mal weiter? Danke. Muss man denen alles ja erklären, ne? Ja, und weißt du, dann ist halt immer so, ne? Ja, Prost. Aber wo war ich jetzt eigentlich liegen geblieben? Ich war da bei Adams und... Ja, und dann sind die
verscheucht worden, weil sie den Obstsalat genascht haben. Ich meine, ein Obstsalat ist ja nichts Gefährliches an sich. Es sei denn, der kommt aus dem Paradies. Ja, und ne, dann geht das los. Ja, dann wurden die beiden verscheucht. Husch, husch, raus, raus aus dem Paradies. Ihr habt nicht gehört. Ja, das sollte uns eintrichtern. Ja, oh, du musst auf die Bibel hören, auf die, das Alte Testament und so. Ne, ganz wichtig, wenn du nicht drauf hörst, fliegst du raus. Jo. Ne? Ist ja in jeder Firma heute so, ne? Hörst du nicht, was der Chef sagt, gehst du, tschüss. Ja, ja, und, ne, und so weiter. So, und dann sind die aber, ja, raus. Und dann mussten sie sich alles selbst, haben sich natürlich auch angezogen. Ich meine, nackt FKK ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Wenn man genug Sonne drumherum hat. Dann brauchst du auch keine Bekleidung, ne? So, und dann, da ging das so weiter, ne? Und dann sind die natürlich aus dem Paradies raus und sind in die Stadt, weiß ich nicht. Ja, da sind die in der Stadt. So, und dann haben sie Kinder gekriegt. Ja, mussten sich ihre Hütte dann selber bauen und all sowas, ne? Also Mietervereine oder so gab's dann auch nicht, ne? Ja, und dann, haben sie zwei Kinders gekriegt. Zwei Jungskes, ne? Ja, nee, ich glaube, nee, die mussten erstmal alleine Hütte bauen, da gab's doch gar keine Stadt. So, aber dann sind die Kinders groß geworden, der eine hat den anderen, ja, am Kopf gehauen, ne? Ja, dann war nur noch einer da und der wurde dann von Adams und Eva Pass. Beide, ne? Verscheucht, ne? Also, eine Hubschrauberfamilie war das nicht, es gab ja noch gar keine Hubschrauber, ne? War ja noch gar nicht dran zu denken. Das dauert ja noch ein paar Wochen. Ja, und dann ist das, der ist dann in die Stadt rein und hat sich dann da eine Frau genommen. Jetzt frag mich doch mal bitteschön, ja, wenn sie im Dorf alle denselben Nachnamen haben, weißt du? Ja. Und das ist heutzutage so verboten, ne? Ja, ich meine, ist ja auch gut so, ne? Kann ja jeder kommen, ne? Bruder mit Schwester und weiß ich nicht. Habt ihr nicht gehört. Ja, aber ja, weißt du, das sind ja auch meine Gedanken, ne? Ich muss mal. Ja. Ach, Aschebecher ist voll. Ich muss ein neues Auto haben, ne? Ja, aber... Ich will immer aufdrehen. Ich brauche ja nur das Knöpfchen drücken. Ich bin halt ein bisschen gaga. Stößchen. Ja, Niki bekommt jetzt so einen Schlauch, ne? So eine Sonde eingepflastert, ne? Ja, so... Ja, ist ja unangenehm, ne, Leute? Dass es da noch nichts anderes gibt, ne? Wer weiß, vielleicht andere Länder... Die haben schon so was, aber hier dauert das immer ein bisschen, ne? Wir warten ja immer mit allem so was, ne? Wir, genauso wie damals, ne? Der deutsche Radio- und Fernsehproduzenten, ne? Ja, die haben auch gerne was gewartet, ne? Und dann hieß es so Flachbild-TV, ne? Oh, na, brauchen wir noch nicht. Das läuft nicht so. Das wird nicht. Nee. Jetzt gibt es einen Fernsehapparat, den kannst du anstatt Tapete antackern. So, bin angemeldet und muss nun warten, schreibt er gerade. Ja, gut, alles klar. Ja, da gibt es heute Flachbild, die ist so dünn wie eine Tapete. Die tackerst du an der Wand. Ja, und alles wird gut. Ja. Ich meine, die haben ja heutzutage schon Fernsehapparate. Da kannst du jahrelang das Tapezieren dahinter sparen. Tust du immer nur, da kannst du 87 Quadratmeter Tapete sparen. Auch nicht schlecht, ne? Gut. Und wenn du da eine andere Tapete, also anderes Bild, machst du einfach ein anderes Programm an, ne? Ja, aber nur nicht diese komischen Programme da, wo ich mal so hasse, ne? Ja, also Leiden-TV, ne? Ich glaube RTL, SAT und. Wie sie alle heißen, die komischen Programme. Ja, und? Ist doch meine Meinung. Die werde ich hier kundtun. Ja.
Die zeigen ja immer nur, wenn Leute, wenn den Leuten schlecht geht. Ja, hast du schon mal, ich, tut mir leid. Also Nachmittagsprogramm, ne? Nee, die schreien sich ja immer nur an und leiden und Armut, ja, ist schlimm, ja. Nee, aber Leiden TV, ne? Das könnte eigentlich aus Leiden, wo die Leidener Flasche herkommt, ne? Nein, nicht Alkohol, da war Salz drin. Salz, Wasser und Kohle und so ein Zink- oder Bleistift. Ja, das war eine Batterie, ne? Das war schon eine Batterie. Ja, die haben schon gute Sachen gemacht. Ja, obwohl die Ägypter ja auch so was hatten, angeblich, ne? Ja, angeblich hatten sie da schon so eine riesen Glühbirne, ne? So eine riesen, ah, so groß, ne? Steht die doch so eingeschlagen in Mauer, in Beton. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das Stahlbeton war oder so, ne? Und wer überhaupt die Pyramiden gebaut hat, ne? Das kann ich ja. Ich war ja so manchmal eine Zeitmaschine, ne? Jetzt pass mal auf, ich tue ich mal so ein Gedanken öffnen, ne? So ein Kopf, ja, das Gehirn so arbeiten lassen. Boah, jetzt eine Zeitmaschine haben wir. Zack, da gibst du einen Titel. 1837, Amerika. War das 1837? Weiß ich nicht. Waren die ersten ne, Fremdmenschen in das Land rein bei die Indigenen? Das andere Wort darf man nicht mehr sagen, ist oh gefährlich. Ja, da kriegst du den Laufführerschein. Also damit du nicht mehr laufen darfst, kriegst du da entnommen und so. Ne? Ja, so. Ja, oder? Ne, guck mal. Ne? Ja, ist denn der Trump, das Orange-Äffchen, ja? Da gibt es so ein Äffchen, ne? Der hat so ein knallrotes, orangenes Gesicht. Ne? Entschuldigung. Ja, und? Meine Meinung. Und die trage ich kund. So, ja, ne? Guck mal. Und ja, fiel mir jetzt nichts Besseres ein. Oh mein Gott, nee. Ja, also, oh mein Gott, OMG. Ja, zur Erinnerung, OMG, oh mein Gott. Das geht sogar auf Englisch, Kanisch. Ja, OMG, ne? Oh mein Gott. Ja, auf jeden Fall. Ja, wie LOL, ne? LOL ist auch so mehrsprachig, ne? Nur KI nicht, ne? KI, künstliche Intelligenz, das geht nicht, ne? Also das wäre dann AI, außerirdische Intelligenz. Oder so ähnlich. Egal. Na, auf jeden Fall Trinkgeld. Ich könnte mir jetzt so ein Brötchen, boah, ein Brötchen mit Mett. Leute, ein Brötchen mit Mett. Das wäre jetzt, oh mein Gott, nee. Ayo, nee. Das Holländisch, ne? Ja, auf jeden Fall, Achtung, Privatgelände, Liegendanfahrt. Ja, da wollte ich jetzt nicht reinfahren, ne? Also, ich meine, wenn du so besoffen bist und du hast ein schönes Hotel und du sagst zum Taxifahrer, einmal liegend Anfahrt, kannst du nur noch das Schlüssel zeigen, weißt du, Hotelschlüssel, wo der Name draufsteht. Ne? Okay, ne, liegend Anfahrt. Ja. Ja, manchmal, ne? Kaffee. Ich muss den Kaffee auch noch leer machen, ne? Sonst nehme ich den wieder voll mit. Vielleicht ist da Pfand drauf, kann ich jetzt umtauschen. Ja, ich bin doch nicht dafür, ne? Das, ah, tut aber gut, ne? Der dampft sogar noch. Kann man erkennen? Ja, siehst du? Der dampft noch, als wenn ich gerade am Rauchen bin. Rauchen ist nicht gesund? Stimmt. So, das Wetter sieht heute nicht so schön aus. Das ist trübe. Ja. Ich finde das ja manchmal lustig, ne? Guck mal, damals die Sendung da, ne? Wie hießen sie alle? Ja, da waren doch so viele, ne? So viele von denen sogar.
Ja, und die, der eine, der Meise, der hat doch damit angefangen auch, glaube ich. War das mein, nee. Ich kann mich, ich weiß ja, ich sage ja, ich kann mich auch noch niemals an mein Gesicht erinnern. Und der Name vielleicht noch, ja, der hat doch auch mal so eine Quatschsendung gehabt. Er hatte 400 Mark bekommen, ja, 400 Mark, also für die Kinder, das war der Bezahlungsmittel vor Euro und nach Taler, ne? So, da hast du 400 Mark bekommen und hast dich zum Idioten gemacht. Ja, die Leute, die sind heute, die leiden da heute noch drunter, ne? Also von den lebenden Menschen da, ne? Ja, die haben sich da zum Hansel gemacht, ne? Ja, ich bin, ja, wir waren auf einer Party, waren nur Jungs da, 20 Stück. Ich bin schwanger und ich weiß nicht von wem. Haben sie alle am Boden gelegen, die hat 400 Mark gekriegt, die leidet heute noch darunter. Ja, mit dem Kind da noch, mit dem Blach, da immer noch am Rumrennen. Ja, okay, vielleicht ist er schon mehr als volljährig, Gott sei Dank. Raus. Ja, sieh zu, wie du klarkommst, ne? Ja, aber weißt du, oder hier die Erdbeerkäse, ne? Erdbeerkäse und die verpackte Wurst, die ist doch viel gesünder wie Bio. Bio ist doch schlecht, hat sie gesagt. Ja, guck mal. Die wird dein Leben lang nicht mehr glücklich sein. Die wird immer das nachgetragen bekommen. Deswegen mache ich das nicht. Weil das ist menschenverachtend. Nur damit die ordentlich Kohle machen. Ja, 35 Mal Werbung dazwischen gelaufen. Ja, von Kaffee und damals durfte man noch rauchen, Rauchwerbung und Alkohol, ne? Werbung machen. Ja, guck mal. Und heute gefährlich, ne? Sollst du nicht mehr. Verboten. Stößchen. Ah, der ist heiß noch. Ich kann den gar nicht so schnell trinken, wie ich quassel. Ja, und dann gibt es ja noch, immer noch heutzutage, Schrei-TV. Kennt ihr Schrei-TV? Ganz schlimm. Leute können da gar nicht gebrauchen. Ja, manche brauchen das, ne? Die gucken sich das an, ergötzen sich da dran. Du stehst jetzt mit jemandem vor der Tür. Meistens ist es ja die Polizei, ne? Ich mache mal eben hier, ne? Meistens ist es ja die Polizei, ne? Dann stehen die Nachbarn vor der Tür mit der Polizei zu diskutieren, weil sie in der Wohnung vielleicht nicht filmen dürften oder keinen Bock oder was, ne? Den Scheiß, den Filmcrew da reinzulassen, ne? So, und dann fängt das da los, ne? Die stehen auf dem Parkplatz vor der Tür, vor der Haustür und die sind am schwer am Diskutieren. Ja, wer hat denn jetzt wen ermordet und warum? Ne? So ein Techtelmechtel, so ein bisschen, ne? Vielleicht so Flirtaugen machen und so. Ja, und dann geht das da weiter. Dann geht auf einmal die Haustür los. Die Nachbarin, ohne irgendwie zu wissen, warum die sich da unterhalten. Du kommst dir vor wie auf dem tunesischen Basar. Du bist dich mit deinem Nebenan, mit deinem Partner, Urlaubsbegleitung, bist dich am Unterhalten. Da kommt dir irgendeiner und greift dir so in die Ärmel rein. Ne? Ja, ich will es nicht tun. Habe ich nur selbst festgestellt. Sonst würde ich jetzt nicht sagen, so. Ja, ja, da bist du so, ja, weißt du, bist du erstmal angegrölt. Von irgendeiner Pimmelfigur, ne? So eine, ja, lass mich doch mal deutlich reden, Mann. Das ist doch nochmal auch so. Ja, ne, guck mal, und dann bist du das mal angeschrien von irgendeinem Schrei-TV. Deswegen sage ich Schrei. Schreien. Ah! Ne? So, und das geht die ganze Zeit so. Das ändert sich überhaupt nicht. Genau so ist das nicht anders so mit Serien. Niki ist ja so ein leidenschaftlicher Serieninhalator, ne? Der haut sich eine Serie nach die andere rein. Ja, und Küken mit, aber ich nicht. Ja, Gott sei Dank habe ich mein eigenes TV. Ja, ich habe unten, ich kann im Esszimmer schön TV optisch wahrnehmen und akustisch sogar. Und dann kann ich so gucken, ob ich was anderes gucken will. Und das tue ich auch, weil das brauche ich nicht. Ja, Leute, hör mal. Ey, Serien, das ist halt endlos. Ich sag nur, laufender Tod. Walking Dead. Ne? Also Walking Dead, das ist ja. Oh.
Ja, und anders laufen die anderen Serien ja auch nicht. Ne? Die laufen ja genauso komisch. Ich mach mal hier ein bisschen Fenster auf, sonst könnt ihr mich gleich nicht mehr sehen. So, jetzt wird das besser. Aber dann rauscht das halt, ne? Also nicht wundern. Ne? So, Walking Dead. Ja, da wird dann stundenlang über irgendwas diskutiert. Das wird hindiskutiert und das wird herdiskutiert. Dann wird das nochmal hindiskutiert. Das würdest du in einem Spielfilm gar nicht mitkriegen. Da wird dann noch dafür gesorgt, dass du letztendlich ja auch noch ein bisschen hier arbeiten musst. Warum ist jetzt auf einmal der Mensch da tot? Ja? So, dann fängt das total spannend an. Dann passieren da kommen die Aliens, UFO landen. Ja, und danach unterhalten sie sich stundenlang, die UFO-Menschen und der normale Mensch. Ne? Ja, es sind halt Menschen, die UFO-Aliens-Menschen. Das ist schon wieder ein Wort Menschen. Aber sie müssen aber nicht meinen. Ne? Ja, die unterhalten sich dann stundenlang hin und her. Serie zu Ende. Dann kommt für ein kleiner Klippenspringer, das nennt man so in Fachkreisen. Ja, also Klippenspringer ist halt, da steht da eine Klippe, eine Grenze. Ja, springt er oder springt er nicht? Ja, wenn er so. Und dann kommt. Da war der mal ganz besonders, ne? Ja, da hat dann einer gesagt: Ja, du, ich bin schwul. Zack, und dann kam. Weißt du, so. Was soll der Scheiß? Mein Gott, nee, Walter. Ja, aber damit haben sie dann halt die Leute immer gelockt, ne? Auf jeden Fall. Da haben sie die so. Ja. Ja, gelockt, damit du das nächste Mal weiter gucken kannst, ne? Willst, möchtest oder auch nicht. Aber muss. Du musst. Ja, du musst ja auf der Arbeit musst du dann davon weiterreden, ne? Ich meine, Lindenstraße, das war damals unter Zwang. Ja, da muss ich, glaube ich, FC oder FE, bevor ich unterschreibe, ja, ich gucke freiwillig Linsenstraße, ne? FC oder so. Oder CF? Ich weiß es jetzt nicht mehr. Das sind zwei Buchstaben. Die musst du einfach mal davor setzen, bevor du unterschreibst, anstatt, also Abkürzung vielleicht von deinem Namen, ne? Ja, Eduard Zimmermann, ach nee, C, Kerstolz oder so. Ne, ist egal, auf jeden Fall. Dann ist deine Unterschrift unter diesem Vertrag nicht gültig, weil diese beiden Buchstaben besagen, unter Zwang unterschrieben. Kackengeil, ne? Ach ja, Leute. Ja, ne? Aber ist ja mal wichtig, dass wir uns darüber unterhalten. Das ist eine Ampel. Deswegen stehen die Autos da so ab und zu. Ja, aber Krankenhäuser sind nichts für mich. Ja, oder hier, ne? Auch mal so ein ganz kurzes, so ein knipsknappes Beispiel. Ja, alle regen sich auf, hier rauchen. Richtig. Damit wäre auch wirklich was verbrannt. Ja, aber hier diese Dampfen, ja, wo da nur Wasserdampf rauskommt, ne? Ja, allein durch deine Lunge schon gefiltert, ne? Ja, ja, guck mal, die Luft, die wir ja ein- und ausatmen, ja, das haben doch schon die Dinosaurier und die Neandertaler ein- und ausgeatmet. Wo soll sie anders herkommen, ne? Ja, die wird mal ab und zu gefiltert, ja, aber trotzdem, da hat jetzt T-Rex einen vollen Zug genommen, ja, vielleicht dabei eine lecker geraucht oder so. Nein, ist keine Droge, ne? Lecker eine geraucht, schön, Tässchen Kaffee dabei, so wie ich jetzt gerade. Nur Autos gab es damals noch nicht, ne? Na, auf jeden Fall, ne? Aber wollte ich sagen. So, aber dieser Dampf, diese Dampfe, diese E-Dampfe, ja, viele vergessen, dass genau diese Dampfe in den Krankenhäusern eingebaut sind, an den Klimaanlagen bzw. an den Lüftungsanlagen und die verströmen, ja, so Duft. Ja, da ist jetzt keine Verschwörungstheorie, die Kackeise, Scheiße da, wie die Dampfdinger da, eine Flugzeuge. Das ist ja auch Gaga, ne? Oder die Flacherdler, oder die, wie heißen die mit den Augen da, mit den Reptiloiden da, ne?
Nee. Ja, die sind wirklich. Es gibt so Verdampfer, damit die Luft im Raum der Krankenhäuser nicht so trocken ist. Da geht man dann hin und hat solche Verdampfer da. Und das ist nichts anderes, ne? Ja, das finde ich lustig. Ja, aber alles richtig auf, ne? Eine E-Dampfe. Oh, eine E-Dampfe. Ja, oh, ist das so ungesund. Aber in den Krankenhäusern darf man das. Wo ist da die Logik, ne? Ja. Ja, wissen nicht viele, ne? Ich weiß das ja auch nicht. Aber ich sag das. Ne, weil ich weiß, das sage ich auch. Ansonsten halte ich dich Maul. Das Maul. Ich wollte Schnauze sagen. Oder Maul. Das Maul. Ach ja, Leute. Änderungsatelier. Habe ich noch was zum Verschneidern? Nadel und Faden. Jo. Jo. Ne? Ja, also. So manchmal, ne? TV-Programm ja sowieso. Ich habe ja lieber gern YouTube, ne? Ich habe ja lieber gern YouTube-Filme. Ja, so Bekloppte wie uns hier drei, ne? Einfach nur still Fresse halten, ja, gucken. Schön, finde ich total gut. Ja, vor allen Dingen, du kannst das gucken, du kannst dies gucken, du kannst mal von Dinosaurier, Erdgeschichte, das Liebesleben der Regenwürmer angucken, ja, wie Blumen wachsen, ja, oder wie so ein Löwe, ja, so einen kleinen Zicklein, so einen kleinen Geister den Kopf abbeißt. Das kann man sich ja alles schön angucken, ne? Oder auch nicht. Nee, finde ich jetzt nicht so schön. Nein. Aber, nee, das mag ich wirklich nicht. Au, wenn sowas im Fernsehen läuft, dann bitte ich dann meine Family, also sprich Küken und Niki, immer, bitte schaltet das um. Ich kann das nicht, ich mag das. Weil, ich meine, das ist wohl Natur, ja. Ja, aber das kann ich mir nicht angucken. Nee, das tut mir so eine Seele weh, ne? Habt ihr auch sowas mal? Nee, Kaffee, Stößchen. Ah, ist immer noch schön heiß, ne? Guck mal, der dampft immer noch. Ah, ja, guck mal, das ist jetzt über Stunden, ne? Wir sind ja schon fast anderthalb Stunden oder zwei Stunden bald schon hier auf dem Weg, ne? Ah. Ja, der arme Junge, ne? Ja, mir tut halt immer leid, ne? Da fühle ich so väterlich, ne? Ja, so, oh, oder mütterlich, ne? Mütterlich ist ja noch schlimmer, ne? Väter, das sind ja so mehr so die robusten Typen unter den Eltern, ne? Hm. Oh. Ja, ich mag überhaupt Krankenhäuser. Ist egal, welches Krankenhaus, finde ich nicht gut, ne? Nee, Krankenhäuser sind schäbig. Ja, ich denke immer so dran, ja, aber mein Gott, die armen Leute sind so krank und liegen da so drin, ja. Und wenn man dann so vielleicht so zwei Nachrichten, mein Hase, ich muss mal eben Knips machen, weil Niki ja auch sonst abgeholt werden möchte. Ich melde mich gleich. Ja, Niki hat da ein Foto geschickt von so einem Liegesessel. So ein Schlummersessel, ja, ich sage mal, oder Lesesessel, ne? Ja, so eine riesengroße Kuschelhöhle als Fledermaus. Ich habe ja eine Fledermaus, habe ich ja hier tätowiert, ne? Ja, das ist, für mich finde ich das schön, ne? Also eine Fledermaus. Und ich finde überhaupt Fledermäuse süß. Und da so ein Riesen mit Flügeln, mit der Nase und alles. Und da liegst du da so in dem Schoß drin, ne? Finde ich total süß, schnuckelig. Ach, ist das herrlich. Allerliebst, ne? So, hier mache ich so und dann rauscht das hier nicht immer so. Ja, ne, ich muss ja aufpassen, ob er sich meldet, will abgeholt werden oder so. Vielleicht muss er getragen werden, dann muss ich ihn ja eben kurz mal holen. Ja, ich weiß nicht, ob er da eine Betäubung kriegt oder irgendwie so eine Leck mich am Arsch, Spritze oder Tablette, ich weiß es nicht, ne? Ja. Ja, Götz von Berlichin, richtig, richtig. Leck mich am Arsch.
Ja, ne, Götz von Berlichingen, der hat das ja gesagt, der stand ja vor den Toren da, ne, vor der Burg da und hat dann da rumgekräht und rumgemeckert, ja, und da, sie können mich mal, oder wie war das nochmal, ne, aber, oder war das nicht auf der Bühne, ja, ich weiß das nicht, ne, ja, Götz von Berlichingen, ja, das ist die Abkürzung praktisch, ne, wenn, sag ich mal, ich muss ja aufpassen, dass sie ja nicht die Fenster aufnehmen und ich schreie so in das Mikroskop rein. Ne? Nee, auf jeden Fall, ja, Götz von Berlichingen. Sie können mich mal Götz von Berlichingen, ne? Ja. Ja, das ist dann die nette Art und Weise, ne? Guck mal, da so einen nachgemachten Käfer, ne? Ja, so einen nachgemachten Käfer. Auch Blödsinn. Ja, hast du das Ding gerade gekauft, neu, frisch, am Markt gewesen. Da gab es schon keine Ersatzteile mehr. Ja, das ist ja, ne? Jetzt hat der Hersteller von diesen käferähnlichen Fahrzeugen, ja, jetzt hat er so das Nachsehen, ne? Ja, jetzt hat er Schwierigkeiten. Jetzt, ja, vielleicht nicht deswegen, ne? Ja, aber guck mal, was produzieren die doch Autos ohne Ende? Wenn sie die wenigstens zum halben Preis verticken würden. Autos auf der Halde, ne? Ja, das klingt so wie, wir stellen nur Müllfahrzeuge her, ne? Ja, weiß ich nicht. Nö, auf der Halde, ne? Ja, sagt man das so, wenn die da irgendwo, ja, im Regal kann man die schlecht lagern, ne? Also, die machen da so eine Beule dann oben rein, ne? Kommt der Auspuff oben auf das Dach und das ist nicht, oder die Ölwanne, das ist ja nicht so gut, ne? Ja, aber guck mal, da könnten sie auch wunderbar für einen halben Kurs abgeben. Ja, hör mal, meinst du, was die da Cash machen würden? Aber die fangen an zu rosten. Du kaufst das Ding nagelneu im Bewusstsein. Ja, oh, ich habe jetzt einen Neuwagen. Ja, und dann machst du die Tür auf und guckst dann innen rein in die Holmes. Ja, und was ist dann da? Rosti. Rusty. Ja, weißt du so. Was soll ich denn da? Habe ich schon vor Jahren mal. Vor Jahren. Ja, da haben sie schon. Ja, da gab es aber auch andere Fahrzeuge, die waren komplett in Aluminium getränkt. Ja, ich meine, ich tue ja auch mal ein Brot oder so in Aluminiumhüllen. Das rostet auch nicht. Das rostet auch, nee. Ne, also das ist auch alles lecker, frisch, bekömmlich. Ne? Ach ja. Birke. Ja, Birkenbaum. Ne? Oh, jetzt Birkenspörling oder wie heißen die? Birkenröhrlis oder so. Ne? Ja, das ist ein Birkenpilz. Ne? Pilz, der wächst so gerne am Birkenbaum. Die hab ich gerne. Oh, die sind ja herrlich. Ne? Ja. Ja, ich habe ja jetzt, die sind fertig, die sind jetzt gut getrocknet. Ich habe die mal was dicker geschnitten, weil dickere Pilze, ich schneide die in dünne Scheiben und dann kommen die auf Papier, auf dem Backblech und dann kommen die an der Heizung. Habe ich euch ja gezeigt, ne? In einem vorherigen Film. Und ja, die sind jetzt schon so trocken, dass ich die im Glas tun kann. Ja, die dürfen nicht schimmeln, ne? Also Schimmel an der Pilze, Leute, passt mir auf, ne? Und das war ja auch ein Ammenmärchen, ne? Ein Pilze nochmal aufwärmen, das ist Gift. Ja, das stimmt aber auch nur bis dahin, dass, guck mal, früher hat man den Ofen, die Wärmequelle in der Küche gehabt. Wenn man das abends im Schlafzimmer warm haben wollte, hat man sich so eine Bettwarmwanne da, Pfanne da geholt. Kohle rein oder Wasser oder so und dann hat man die im Bett, ne? Oder den Kochpot, ne? Das war auch mal gut, ne? Kochpot. Ja, und auf jeden Fall war der Küchenraum immer sehr warm, ne? Weil man da Tag und Nacht den Ofen hat angehabt. So, und Wärme und diese Pilzsoße, ja, da macht so einiges schlapp. Da leidet das natürlich alles drunter, ne? So, und das wissen die Leute alle nicht, ne? Ja, und was ist? Da haben sie sich dran vergiftet. Da hat der Pilz einen anderen Pilz erzeugt, ja, und der hat natürlich dir den Magen verdorben, ne? Ja, und deswegen, wenn du Pilzgericht hast, ne, so,
ja, so Klöße, eine schöne Pilzsoße. Wow. Ja, und oh, wie heißt das nochmal? Das ist so polnisch und tschechische republikanisch. So eine Spezialnahrung. Ne? Irgendwas mit Sahne. Auf jeden Fall viel Sahne kommt da dran. Die Soße, die Lorbeerblätter und weiß ich nicht. Und Rindfleisch, lecker, ganz weich. Ne? Oh, ich mache euch Hunger. Ne? Erst das Mettbrötchen, jetzt komme ich auch noch mit sowas. Ne? Smetana ist die Sahne. Also egal, auf jeden Fall. Ja, Leute, hammerhart, ne? Ja, aber die müsst ihr halt im Kühlschrank machen, die Pilze, ne? Das ist dann wichtig, sonst werden sie wirklich giftig, ne? Also entwickeln dann halt noch einen Nebenpilz, ja, durch die warme Luft, ne? Wenn man das aber schön kalt stellt, da passiert da nichts, ne? Anderen Tag kann man die noch ohne Bedenken dann nochmal essen. Es sei denn, du nimmst natürlich die falschen Pilze. Die Knollis, ne? Also die Knollenblätter. Piercing-Pilzen. So, der arme Junge. Stößchen. Mach es gut. Pass schön auf, ne? Ja, Niki hat Angst. Kann ich sehr gut verstehen, dass da vielleicht jetzt noch irgendwas noch gefunden wird. Dass die ja vielleicht da nochmal dran müssen. Warum ist das eigentlich ist gummiert, ne? Guck mal. Der Griff ist gummiert. Merkst du das? Genauso wie bei den Handys, ne? Die sind ja, das ist ja, ne, ganz gefickt eingeschädelt, ne? Die machen die Handys von der Außenverpackung, also außen die Hülle, so glitschig, ja, dass die immer aus der Hand rutschen. So, schwupp, ne? Genau wie hier, ne? Also, das war jetzt gummiert, aber trotzdem siehst du das hier. Hier kannst du vergleichen, ne? Der silberne und der Finger, der geht immer höher. Ne, der Finger geht nicht höher, die Kaffeekanne, die geht immer tiefer. Ja, auf jeden Fall, ne? Die Handys, die haben so eine Außenwandung, ja? Das soll dir immer aus den Finger flutschen. Schlau, ne? Genauso wie die eingebauten Chips in den Druckers. Da machst du genau 3000 Kopien, Blätter ausdrucken und dann sagt irgendwann der Druckgerät, so, lange noch, Garantie ist zu Ende, wie du wieder klarkommst. Lach, lach. Ja, ist doch so. Na, dann ist das Ding kaputt, angeblich kaputt. Du kannst das auch nicht mehr restarten oder irgendwas machen. Nö, ist kaputt. Bring das Gerät zur Reparatur. Das hat doch gar nichts Großartiges gemacht bei mir im Privathaushalt. Hallo. Im Privathaus. Ja, da drücke ich mal so einen Einkaufszettel oder was vielleicht mal. Wa? Ja, ich brauche Kartoffeln, Nudeln, Gemüse. Eva, ihr seine Fruchtsalate, Salate, Stößchen. Ah, er ist richtig noch heim, doch heiß. Geil. Ja, ist ja so eine Doppelwandung, ne? Thermos, hieß der Erfinder. Thermos, Fritz oder Walter oder Eduard Thermos. Mit Zweitnamen Kanne. Prost. Entschuldigung, ja, ging jetzt nicht anders. Ich konnte jetzt so schnell nicht auf Pause drücken. Mann, seid nicht immer so kritisch. Das ist Comedy. Komm, was wolle die? Stößchen. Boah, ist das geil. Oh, ja, ich lasse mal noch einen Schluck drin. Vielleicht will Niki gleich noch. Ja, der durfte jetzt auch seit gestern Abend, deswegen musste ich so schnell kochen, da waren wir schon um 7 Uhr mit Essen fertig, 19 Uhr, ne? Also für die, die nicht die Uhr kennen, ne? Also 19 Uhr waren wir schon mit dem Essen fertig und
Ne? Da durfte der jetzt bis heute Morgen, bis jetzt gerade eben oder immer noch nicht essen. Ne? Ja, ist das schlecht, ne? Schlauchschlucken dabei essen. Fahr nicht so schnell mit deinem Rasen. Ach, der darf sogar 40 fahren. Ja. Ja, manchmal ist doof, ne? Alles doof. Ach ja. Ach, man könnte ja noch eine Zigarettenpause machen, ne? So, welche nehme ich denn? Ich habe heute die große freie Auswahl. Gott, du brauchst doch nicht rechts oder links, besser gesagt, überholen. Oh, jetzt habe ich gedacht, der holt die Pistole raus neben mir. Der ist ambition. Ob der auch meine Filme guckt? Der da. Ja. Ja, aber so Leute, so Herzprobleme. Du kannst ja alles gebrauchen, ne? Oder nicht gebrauchen, ne? Und das erst recht nicht. Aber da kommst du schneller dran wie an 5 Mark, haben wir früher mal gesagt, ne? Also heute 5 Euro, ne? Da kommst du schneller dran wie an 5 Euro. Krankheiten sind immer doof. Und Herz, mich hat's ja auch. Ich war ja mal Bulle von Kerl, wie war das nochmal? Also ein Kerl, ein Mann, richtig. Ja? Kampfsport und so, ne? Ja, zack, bumm, wäre einer. Also ein Gegner, ne? Sonst, ich habe ja keinen gehauen. Ich hau ja keinen so aus, ne, Lust und Langeweile. So, aber das ist so eine Sache, ne? Die, was wollte ich eigentlich sagen? Also egal, anderes Thema. Sex. Nein, auch nicht. Also Sex, wisst ihr ja, Religion, Politik, ja, immer nur so kratzen, ne? Immer so ein bisschen, ne? Nicht, ich gehe nicht jetzt auf volle Themen da und verbreite hier irgendeine Meinung oder so. Aber das orangene Gesicht, ne? Nee, ich wünsche mir, der Camilla, der wünsche ich das alles, ne? Der wünsche ich alles Gute und alles Glück der Welt, ja, wirklich. Nee, brauche ich nicht. Diktatoren braucht keiner. Auf der ganzen Welt nirgendwo. Ja. Besser so freies Leben. Ja, auch nicht gut, ne? Ja, aber wie macht das so sein? Ne? Stell mal vor, du hast jetzt die Möglichkeit, du kriegst jetzt irgendwo eine Insel zugeteilt. Ja, wie macht man das? Mit der Wirtschaft, Aufstrebungen und Straßen bauen, machst du Kanalisation zuerst. Und dann baust du die Straße drüber, ja, dann hast du immer Löcher drin, ne? Also überall so Risse da und auch nicht richtig. Machst du die Kanalisation unter der Häuser? Ja, es gibt ja so Spiele, ne? Gibt ja so Gaming-Spiele für den PC und so, ne? Ja, wenn du da so, ne? Komplett bei Null mal, wie macht man das? Wie würde man das tun, ne? Boah. Ja, Holzhütten. Aber auch feuergefährlich, ne? Oder nimmst hier, wie heißt das? Beton. Ist ja nicht so schön, ne? Betonhäuser. Ich mag ja mehr so die alten Häuser, ne? Burgen, Schlösser. Ja, so alte Villen, so vergessen im Wald oder so. Ja, Leute, das liebe ich, ne? Ja, das ist so meine Villen. Im alten Bauernhof, wenn das mal ganz klein sein soll, ne? Alten Bauernhof, Leute. Was wäre ich glücklich, ne? Aber da bin ich mit Küken einer Meinung. Niki, mehr ohne Pferde. Nee, er mag keine Pferde. Pferde mag er, ja. Aber nur von Weitem und durch ein Aquariumscheiben geguckt, weil er hat eine Pferdehaarallergie. Und wir wissen jetzt nicht, weil wir müssen das vielleicht mal ausprobieren, ja, wenn er
Pferde anpackt, hat er alles voll, sagt er, die Arme und Gesicht, alles voll mit rote Pusteln und Flecken. Ne? Das wollen wir natürlich nicht herausfordern. Ne? Ja, man müsste vielleicht mal mit so einem Prickeltest, ne, da bist du jetzt also irgendwann so eine so eingedrückt, ne, so Prick-Prick-Test oder so ähnlich, ne? Ja, und dann wird das so eingedrückt und dann könnte dann drunter auch Pferdehaar-Allergen-Zeug sein, ne? Ja, ne, also sonst vielleicht Schafe, Schweinchen, Meerschweinchen, ne, ich möchte kein Schlachtvieh haben. Wenn ich so Hühner hab, ja, aber ohne Schlachten, bitte. Ja, ich bin jetzt kein Veganer. Ja, nee, ich bin jetzt eigentlich nur, ich mag das nicht. Weißt du, dann gibt es denn vielleicht erstmal Namen. Friederike und Ludmilla, das andere Huhn. Ja, okay, wenn du so 30, 40 Stück hast, wird das schwierig mit den Namen, ne? Ich weiß gar nicht, gibt es so viele Namen? Ja, ich glaube schon, ne? Man kann ja auch auf ausländische Namen, die von anderswo kommen, kann man ja umschwenken. Und da muss man halt mal gucken, ob man klarkommt dann damit, ne? Ja, ne? Und nur für die Eier meine ich jetzt so, ne? Nur für die Eier so ein Hühnchen, ne? Ja, also mehrere Hühnchen, sonst hast du nur ein Ei und sonntags, ja, da wird sich drum gekloppt, ne? Ach ja. Ach ja. Na, ich kann langsam mal reinhauen. Ich muss nämlich pieseln. Nein, er soll nicht reinhauen, um Gottes Willen. Weil mit einem Schlauch im Hals würde ich das auch nicht tun. Ja, mit so einer Sonde, ne? Ja, wenn du so vergleichst. Oh, eine Liegendanfahrt. Wenn du so vergleichst mit früher. Es gibt ja Krankenhäuser, die haben so alte medizinische elektrische Geräte. Bin noch am Warten. Oh, der wartet immer noch. Ja, das stand da gerade. Ja, das ist eine 5-Minuten-Sache eigentlich. Ja, ja, das Problem ist, er musste jetzt eine Überweisung haben. Das hat so unendlich eklig lang gedauert. Jetzt lassen sie ihn warten, ne? So nach dem Motto, ne? Ha, 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 Arschkarte, ne? Oder das goldene Popokärtchen, ne? Ach ja. Ja. Nö, nee, aber jetzt sitzen wir hier so im Auto, ihr seht nur mich, das Auto von innen so ein bisschen, ne? Ja, ist ein Opel, ne? Opel, Opel, ne? Ja. Ja. Nee, ist keine Werbung. Nee, 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 nee. Das darf man alles noch sagen. Sei denn, ich würde jetzt das Wort Opel auf über 7 Sekunden ziehen. Ne? Nee, ihr wisst, was ich meine. Ne? Ja, so Werbung oder jemand in der Hand halten. Eine Bierflasche. Ja, und ihr seht das Etikett. Ne? Ja, das ist dann länger wie 7 Sekunden wäre dann Werbung. Mache ich nicht. Ich halte ja sogar so immer den Finger drauf, ne? Ja, ist sicherer. Ne, ich brauche das nicht. Ne, 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 ne. Wenn jetzt einer kommt und sagt, hör mal, kannst du für uns Werbung machen? Ja, gibt's Cash, ja? Ja, dann muss ich ja erstmal zum Amt eine Selbstständigkeit animieren, beantragen, meine ich, oder buchen oder was weiß ich, wie man das macht, ne? Da muss ich hinterher einmal im Jahr muss ich ja zum Pflanzamt. Ja, da muss ich ja auch immer da alle Angaben machen, ne? Hast ja meistens sowieso immer meistens mehr Ausgaben, also am Anfang mehr Ausgaben wie Einnahmen, ne? Ja, dann weiß ich gar nicht, ob ich das mache. Ja, ich bräuchte dann jemanden, ja, so ein Fräulein Renate bräuchte ich dann, ja, die dann so Buchführung macht, so, ne? Fräulein Renate, ja, Grüße von hier. Hoffentlich geht's dir gut. Mach, ne, so mal nebenbei so, oder Bettina, hoffentlich geht's euch gut, ne, ich wünsche euch alles Liebe und, ja, vor allem Gesundheit, ne, ja, was kann man sonst groß wünschen, ne,
Ja, Sparschäler, sage ich nur, Sparschäler. Bettina, da hast du mich so weit von... ja, aber auch Thorsten. Thorsten ist auch so eine Knorke, so eine Hammer-Typ. Ne? Jetzt schickt er mir auch immer Gold, ne? Also im Spiel, ne? Und XP und... Und ich gebrauche Quarz. Um diese, ne, nicht Trillerpfeifen, doch, oder, nee, hier die Kürbisse, ne, bei dem Kürbisspiel. Heute ist ja übrigens, morgen ist Reformationstag, ne? Das kommt von Martin Luther, ne? Also nicht durcheinander bringen. Heute ist Halloween und Halloween ist ja Samhain, eigentlich aus dem Irischen, was die Amerikaners eingeschleppt haben, wie so ein Virus, ne? Weil halt auch ihre und so ihre Postkutschens, ja, übergesiedelt sind. Und ne, da ist ne, waren Kürbisse keine Kürbisse. Das Original war eine Rübe. Also so eine Runkelrübe, so eine Zuckerrübe, so, ne, die dicken Klötze da, ne? Womit man heute so Zucker machen kann, ne? So, und das haben die Kürbisse reingemacht. Das war dann die ersten Kürbisse, ne? Ja, das ist so, man hat da so den, man macht ja da den, das Ende der Möglichkeit, was zu ernten oder anzupflanzen, ja? Das ist ja dann so das Einläuten, das Anmelden der, bei den Menschen. So, pass mal auf, wir haben jetzt Halloween. Ja, da könnt ihr jetzt nichts mehr großartig ernten. Kräuter zum Beispiel müssen stehen gelassen bleiben werden. Ja, darf man nicht mal anrühren, weil die müssen ja auch jetzt mal die Energie wieder in den Boden rein, in die Wurzel rein, in die Knollen. Ja, und von da aus müssen die... Ja, später dann wieder im Frühjahr wieder nach oben getrieben werden in die Blätter und dann hast du wieder Kräuter, ne? Antalya. Ja, da musst du, ja, das ist das Problem, ne? Darum hat man Halloween erfunden, ne? Sag ich mal so. Ja, vielleicht gab es das schon damals auch bei Adams und Evas, ne? Adam und Eve. War doch eine Musikgruppe, glaube ich, ne? Adam und Eve. Genauso wie hier Hein und Hannelore, ne? Irgendwas, was haben die denn mal gesungen? Ja, vielleicht kommen wir da selbst drauf, oder ihr. Was war das denn nochmal? Die haben immer so was. Come on Bert und Come on Cindy. Cindys und Berts, ne? Also, da war Ernie noch nicht geboren, aber den Bert gab es da schon, ne? Ja, ich rede viel dummes Zeug, wenn der Tag lang ist, ne? Und der Tag ist verdammt lang, wenn man früh aufsteht. Oh, und ich muss pipi. Ja, der Kaffee, der treibt, ne? Der Kaffee, der macht das Rennen hier. Stößkes. Boah, immer noch heiß. Ja, ich mag das Krankenhaus. Ja, ich, Gott sei Dank gibt es diese Krankenhäuser. Ja, auch ihr werdet eure Favoriten da haben. Gott sei Dank gibt es solche Krankenhäuser. Aber ich brauche sie nicht, ich will sie nicht. Ne? Ja, manche, hatte ich ja vor einer halben Stunde oder dreiviertel Stunde das Thema. Ja, wer kommt aus dem Slappen? Deutsches Kreuzchen. Ne, und ja, ne, da können wir auch darüber reden. Auch wir haben ja so viele schöne Themen drauf, ne, ja. Ja, guck mal, wenn du, ja, gestern habe ich zum Beispiel einen schönen Kommentar gehört oder gelesen, den kann man ja nicht hören, den kann man ja nur lesen in dem Fall. Auch wenn ich nicht hinschaue oder so, aber ich höre euch gerne zu. Das fand ich so schön, ne? Leute, sowas, das baut mich auf. Oder uns, ne? Ich habe dann natürlich den anderen beiden ja auch, wenn ein Kommentar kommt, dann sage ich immer, wer den geschrieben hat und was dann da steht, ne? Ganz wichtig.
Ne, weil wir sind ja eine Uns AG, ne, unter uns, ne? Das war ja auch eine Serie. Nein, aber dann sage ich das immer. Und da stand dann, auch wenn ich euch nicht immer sehen kann oder so. Nein. Deine Stimme reicht mir schon. So habe ich geschrieben, ja, ich habe da auch so ein paar YouTube-Filme, das stimmt ja auch wirklich. Und der spricht, die sprechen immer, weil das ist eine türkische Familie in Türkischkei, also in Türkei, ja. Die sprechen aber noch so ein, wie wir sagen würden, so ein Plattdeutsch. Dann ist das noch ein bisschen Kleintacken schwieriger. Aber du, da lerne ich was. Wenn ich da so ab und zu mich mal umdrehe, ich muss mich hier immer so umdrehen, um da zum Fernsehapparat zu gucken. Ja, Gehör, das geht immer, das geht durch und durch, ne? Ja, aber wenn ich dann umdrehe, dann sehe ich dann immer auch, was der da spricht. Und dann zeigt er vielleicht irgendwo drauf oder so. Das fände ich natürlich noch viel besser, wenn er das machen würde. Ja, der Hakan Çelebi. Könnt ihr ja mal nachgucken. Hakan, das kann man ja einfach schreiben, wie man spricht. Und Çelebi mit C-E-L-E-B-I, glaube ich, war das, ne? Könnt ihr ja mal grumsgoggeln. Oder YouTubesen, ne? So, und wenn er so drauf zeigen würde, Blumenkohl, ja, und dann auf seine Sprache sagen würde, was das ist, ne? Das wäre natürlich noch schöner, ne? Dann würde ich auch noch öfters hinkommen. Aber so höre ich ihn immer nur so ein bisschen sprechen und dann kann man, das ist so eine, dann kann man so ein bisschen lernen, wie man manche Wörter auszusprechen, auch wenn sie nur platt sind. Ich habe doch tatsächlich mal einen Arbeitskollegen gehabt und der kam auch aus der Ecke, ja, von der Schwarzmeerküste. Und der kam da aus dem Bereich und da habe ich ihm Deutsch beigebracht. Also er war noch ganz frisch und neu und fremd hier in dem Land und er hat mir Türkisch beigebracht. Ich kann nur sagen, Doppeldaumen hoch. Nicht der Doppelwumps, aber Doppeldaumen hoch. Ja. Wir hatten so viel Spaß miteinander gehabt. Also nicht sonst Spaß. Nee, so was machen wir nicht, ne? Weil er hat gelernt, ich habe gelernt. Und dann habe ich seine... Ich habe das dann... Er hat mir das Wort gesagt. Ich sag, was ist das? Wie nennt man das bei euch? Ja. Köfte. Also Frikadelle, ne? Dann habe ich das so gelernt, wie er das ausgesprochen hat. Und dann habe ich mal auf Türkisch gemeckert. Aber so richtig derbe. Jetzt nicht böse Wörter, das habe ich nicht gemeint. Aber lasst mich in Ruhe und, ne, also Rahat Birakin Benny oder Defol, verschwinde, ne, und solche lustigen Sachen, ne. Was bist du, Türk? Sen Türk? Ich sag, Jock, bin Alemann, nix, kommst du Schwarzmeerküste? Ja, da war ich so stolz. Da habe ich nicht nur Türkisch gelernt, ich habe den Slang, ja, von der Schwarzen, also Schwarze Meer, ne? Karadeniz, ne? Karadeniz, Schwarze Meer, ne? Deniz heißt Meer und Kara ist dunkel, ne? Also schwarz. Es gibt ja auch Karagöz. Karagöz ist was Schönes, ja? Da würden wir sagen, so ein Puppentheater, aber als Schattenpuppentheater, ne? Ich weiß nicht, warum der jetzt noch Auge, ne? Karagöz, also schwarze Auge, ne, heißt das. Ja, wahrscheinlich, weil die Figuren dann die Augen schwarz waren. Ja, und dann wie im Indien oder Indostan, ne? Ich weiß nicht, wie er da nennt, ne? Mit so Stäbchen, ne? So, und dann haben die so dünne Pappe, sag ich mal. Und dann hinter so einer durchsichtigen oder so einer lichtdurchlässigen Leinwand, ne? Und da haben so die Püppkes da so, ne? So lassen sie da sich bewegen. Ja, also, ich habe viel gelernt, ja. Dank ihm, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, Ibrahim oder. Ja, ich hätte ja mehrere türkische Kollegen. War ich immer mit zufrieden.
Leute, ich kann nicht verstehen, ja, wenn manche Leute sagen, nee, die will ich hier nicht haben oder so. Nee, Leute, da kann ich nichts, kann ich nichts mit anfangen. Ich finde, ich habe alle, außer einen, aber das ist ein ganz anderes Thema, das ist ein böses Thema. Und, aber ist egal. So, aber auf jeden Fall, ich habe mit denen kein Problem gehabt. Zeitlebens nicht. Ja, wenn man uns aus, wenn man sich so aus dem Weg geht, ja, ist das eine, ne? Ja, da finde ich vielleicht so ein bisschen schade und traurig, dass man sich nicht so näher kommt. Ne? Ja, so irgendwo so Freundschaften schließt. Ne? Ja, das kann ich nicht verstehen. Schade eigentlich. Weil ich finde die Kultur kackengeil. Ja, die türkische Kultur. Ja, mein Gott, das ist das Schönste, wo gibt. Ne? Menschlichkeit. Herzlich. Du hast Hunger, komm her, du kriegst jetzt was von mir. Ja, du kriegst jetzt lecker Tellerchen. Ja, ist, die Türkei ist so, ne? Da lernen sogar Kinder zu teilen. Oder die sehen das vorm Restaurant, vielleicht eine arme Person, ja, wenig Kohle, ja, nichts zu essen, nichts in der Backen. Ja, sehen die. Und dann werden die eingeladen. Die werden aber auch nicht aus dem Restaurant vertrieben. Ja, die werden dann da mit am Tisch gesetzt oder am Tisch daneben, wenn er allein sein möchte. Oder die haben Geschäftliches zu besprechen oder so. Ja, dann muss er halt vielleicht doch einen anderen Tisch. Ja, dann wird er hingesetzt und damit, da kriegt der Kellner Bescheid, ne, ein Zeichen. Und dann kann der bestellen, was er möchte. Das bezahlt der eine dann. Oder der andere. Oder alle. Ne, je nachdem. Ja, das ist doch schön. Oder die hier in Bäckereien, ne? Da kannst du, ja, ich weiß nicht, da gibt es ein neues Wort. Da kannst du Brot kaufen, ne? In so eine Bäckerei. Logisch, ne? Und da kannst du dann für jemanden, der vielleicht kein Geld hat, kein Brot sich leisten kann, dann ist dann draußen so ein Aufsteller, so mit so Haken, so, ne? Und dann wird er dann das Brot angehängt, was ein anderer Kunde gekauft hat. Und das können sich dann Leute, die so halt nicht so viel Kohle haben, ja, wegnehmen. Dann können sie, können sie abends noch vielleicht mit einem Ei schön kanten Brot dabei futtern, ne? Ja, weißt du, das finde ich gut. Das gibt es hier nicht. Ja, okay. Allein, ja, guck mal, wenn er 7, 8, was weiß ich, Euro bezahlen muss für ein Brot. Ja, Leute, tut mir leid. Ne? Also da, das entzieht sich meiner Logik. Dann rennen die Leute doch alle nur noch zum Konsum, zum Billiganbieter, oder? Ja, wenn ich 6, 7, 8 Euro bezahle für ein Brot, ja, und dann hält genauso so lange oder schmeckt vielleicht auch, ja, schmeckt vielleicht ein bisschen besser. Ein ganz bisschen besser. Ja, aber das muss doch nicht sein, Leute. Wo sind wir denn hier, ne? Prost. Ah. Ja. Ja, aber es ist so, ne? Ja, und das mag ich ja so an der Türkei, ne? Ja, ich mir hat mal einer, nein, das war der Kollege, das war da sogar der Kollege, sagt er, wenn du nachts irgendwo oder spätabends dann irgendwo Autopanne hast und du, man könnte ja ein Taxi rufen, ne, wenn das ein Leihwagen war oder so, ja, dann könntest du ja von unterwegs ein Taxi rufen, da gibt es ja überall diese Schellen, ne, diese Bimmel, ne. Mit einer Laterne irgendwo auf der Straße ist so ein Knöpfchen, so ein gelbes Kästchen, Knöpfchen, da drückst du drauf und dann kommt dann in 3 Minuten steht ein Taxi vor der Füße. Ne? Das gibt es hier auch nicht. Hier findest du schon mal gar keine Telefonzellen mehr. Ne? Ja, aber hat ja jeder Mann und Jan hat ja ein Handy. Ne? Ja. Ja, okay, auf jeden Fall. Naja, also dann stehst du abends spät noch. Und dann klingelst du vielleicht irgendwo an, weil jetzt auf weiter Flur am Land vielleicht keine Laterne mit einem gelben Kästchen und einem Knopf dran ist. Ne?
dann gehst du natürlich irgendwo anklopfen. Ja, bin im Adabar-Busuk, mein Auto ist kaputt. Ja, ich weiß nicht, ob ich das immer richtig ausspreche, also beruhigt euch. Ja, so, und dann sagen sie, kommst du rein, kriegst du Tee, kriegst du Leckerchen. Die rufen kein Taxi an, die bieten dir ein Bett an. Ja, aber lieb, ne, richtig lieb. Und anderen Tag, dann sagt dann der Mann da, ne, von der Familie, die dich eingeladen hat, ich bring dich mal eben um Ecke, ne? Mein Auto in Garage. Der hätte dich auch am selben Abend eben kurz zu deinem Hotel fahren können oder zu der Autoverleihfirma da, ne? Nee, die sind so gastfreundlich. Darum, das ist das, ne? Ja, dat, wir können uns das ja gar nicht vorstellen, ne? Guck mal, ich würde doch auch nicht, unbedingt jeden einladen, der jetzt ein bisschen, ja, abgebrannt ist, ne? Oder, ja, Freunde auf jeden Fall, wenn hoffentlich, ja, alle, ne, die mir zugucken und zuhören, ja, ja, Freunde immer helfen, ne. Ja, gut ist, oder das richtig Gute ist, wenn du vielleicht einen weiten Weg hast und der, dein Freund, Freundin, ruf dich noch abends spät an, ob du gut angekommen bist. Das ist eine, das ist toll. Ja, das ist schön. Ja, weil wenn du das nicht machst, dann letztendlich kannst du ja gleich sagen, du bist mir egal, ne? Prost. Ja. Ach ja. Ja, guck mal, heute machen wir mal nur so einen Quatschtag, ne? Ich glaube, das werde ich mal, den Film, den werde ich alleine reinmachen, ohne groß kochen. Und dann werde ich das jetzt mal nur den Film Quatschtag, ne? Quatschtag, ne? Oder Sprechstunde. Weil es heute so viel um Ärzte ging, ne? Sprechstunde mache ich daraus. Sprechstunde, muss ich mir merken, ne? Ich vergesse das ja sofort wieder. Muss ich mir irgendwo im Gehirnskasten einarbeiten. Sprechstunde. Ja, so Sprechstunde. Ne? Ja, wenn du neu beim Arzt bist, dann hast du immer so, boah, mal eine halbe Stunde, ne? Also Viertelstunde, 20 Minuten hast du dann Sprechtime. Und wenn du da mal so länger da bist und immer nur Medikamente holst, ne? Ja, dann gibt das höchstens nur noch 10 Sekunden. Ja, wie geht es Ihnen? Ja, gut, danke. Hier haben Sie Rezept. Tschüss. Mehr kommt da nicht mehr, ne? Ja. Ach ja. Ja, aber dafür ist unsere Ärztin, unser Doktoren, Dingster, Bumster, Sprechstunde, Düsnet. Ja, bis auf ein Unterschreiben von Überweisungen, ne? Dass du dich hier so ein bisschen... Wir hätten ja wahrscheinlich schon wieder zu Hause sein können. Ja? Weil er kommt hier zu spät, dann lassen sie, aus Trotz lassen sie ihn dann wieder noch länger da sitzen und warten. Da hätte ich auch gesagt, weißt du was, entweder ihr macht jetzt oder ich gehe nach Hause, ne? Aber das machst du nicht, weil du schiebst das ja dann immer weiter voran. Und wenn du das ja sowieso machen lassen musst, ne? Kontrolle, ne? Ja, dann bist du auch überlegen, nee, komm, besser ich warte dann noch 3 Stunden länger. Ja, schön ist es aber trotzdem nicht. Ja. Ja. Die digitale Vernetzung. Ja, die digitale Vernetzung ist ja auch, ne? Habe ich ja gesagt, ne? Was die sich da alle immer einbilden, ne? Was sie Tolles geleistet haben. Leisten doch überhaupt nichts, ne? Machen doch gar nichts, ne? Ja, die sind dann da immer mit ihren, ah, oh, wir sind ja so toll. Oh, wo kommt denn der? Von Frankfurt? Nee, auch Nordrhein-Westfalen. Das Auto, das Nummernschildhalter ist nur von Frankfurt. SI, Sigmaringen. Ja, die Klinik hier ist weltbekannt schon, ne?
Ja, die machen ja alles. Und wenn du herzkrank bist, dann wirst du mit einem Taxi oder so einem Mietwagen, wirst dann hier hingekarrt. Ne? Nee, aber wir waren ja bei Digitalisierung. Ja, wie gesagt, das ist ja so der allerletzte Heuler, ne? Ja, dann kriegst du aus dem Ausland irgendwo, England oder Frankreich, kriegst du dann gesteckt, pass mal auf, das ist jetzt ein böser Mensch. Ne? So. Warum haben wir das nicht hier innerhalb? Noch niemals innerhalb dieses Landes sind wir uns einig. Ja, warum kann jetzt hier zum Beispiel, ja, Trinkhallen ist was anderes, ne? Aber so Polizeistationen. Warum kann die Polizeistation in Wuppertal nicht genauso viel wissen wie auf Sylt? Die Polizeistation. Weißt du, was ich meine? Ja, dass die da Namen, Fingerabdruck eingeben. Ja, und dann wissen die, jo, der wird da in Wuppertal oder in Buxtehude wird der gesucht. Der hat was Böses gemacht, ne? Ja. Warum geht das nicht? Warum ist das nicht so internettechnisch so was vernetzt, ja, dass man das mal so einfach mal so abrufen kann, ne? Was ist das für ein Typ? Wo kommt der her? Ja, da musst du dir extra anrufen, anfragen, den Namen buchstabieren oder das Nummernschild. Boah, das ist doch scheiße, sowas, ey. Ja, weißt du. Blutspende. Ja, ist halt noch mal so, ja, ne? Und das wird auch nicht besser. Also, ja, ich will jetzt nicht unbedingt sagen, es ist jetzt regierungsabhängig. Ja, das war ja damals, habe ich ja gesagt, mit der Flachbildschirme. Dann jetzt komme ich schon wieder auf die Flachbildschirme. So geht das. Da war das ja auch schon so, ne? Oh, brauchen wir nicht. Das hält nicht lange. Die gehen kaputt. Unsere Bildröhrengeräte, die sind sowieso besser. Weil also sind die schweren großen Betonkästen da zum Reingucken, ne? So, und bei dies Firma bankrott, weil sie nicht den Schritt nach mitgemacht haben, ne? Ja. Ja, das ist so, ne? Wir schnecken mit allem viel zu lahmarschig hinterher. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht der Schnellste, ne? Also da könnt ihr euch beruhigen, ne? Ich bin jetzt auch nicht der Schnellste, aber das ist halt ja, gesundheitsbedingt, ne? Ja, und manchmal ist es aber auch so, dann hast du ja vielleicht eine alte Firma, bist ein Vater, hast eine Firma, groß, toll, Mitarbeiter ohne Ende, bist du nett, ja, bist der Chef, der Boss. So, und dann muss der Sohn das übernehmen. Ja, der Sohn. Ja, Tochter, besser der Sohn, ne? Ja, ist bei den alten Leuten ja immer noch so, ne? Da muss die Tochter das nicht übernehmen, da muss der Sohn übernehmen. So, dann übernehmen die das und dann versuchen die, ja, bam, wir machen alles neu. Da ist der Sohn nicht der Chef oder der Boss, die auch abends mal mit ihren Mitarbeitern Fläschchen Bier oder so getrunken, aber einen Spaß gemacht haben. Nee, dann sind das die Manager. Ja? Dann ist das ein Manager und kein Boss. So, und dann geht ihr nicht vorne durch den Haupteingang oder durch die Werkshalle, dann geht ihr immer schön hinten rum. Ja? Bloß kein Kontakt zum Pöbel. Ja? Also zu den Mitarbeitern da, ne? Die Normalsterblichen. Ja? Ja, dann trennt sich das immer weiter, ne? Geht immer weiter die Schere auseinander. Ja, und dann hast du den Salat. Ja, dann hast du keinen Kontakt zu den Mitarbeitern, du erfährst selber nichts, was ist gerade aktuell wichtig, was müssen wir machen. Ich muss jetzt mal wieder Nachrichten lesen. Ja, einen Moment, ich muss mal euch ausschalten. Ne? Das ist auch schon wieder lang genug mit euch. Ja, ne? Ja, er ist gleich dran. Hat er, denk an dich, hab jetzt Fango. Och Gott, die Kleine hat jetzt Fango.
Ja, die ist da auch in Essen, also nicht jetzt hier Speisen. Aber Scherz, ne? Jetzt, was sagte der liebe Gott, als er das Ruhrgebiet erfunden hat? Essen ist fertig. Egal. Ja. Nee, ist so, ne? Ja. Wir sind so richtig so, ich sag mal, Tränensäcke, ne? Wenn wir so das schon nicht geschafft haben, dann fangen wir wenigstens an zu heulen. Ja, wenn so Söhne, die modern denkenden, ja, ich kenne, Leute, ich kenne genug Firmen. Ja, Ausnahmen bestätigen die Regel, jo. Ja, da gibt es auch Söhne, die konnten das richtig gut. Die haben natürlich ein paar Millionen im Jahr mehr gemacht. Okay. Aber es gibt auch sehr, sehr viele, der überwiegende Teil, ja, die so eine Firma in den Teich setzen. Ne? Ja, da haben sie auf Sand gebaut oder auf Patschelacke oder sowas. Ne? Ach ja. Muss gleich noch einkaufen. Habe ich eine Freude, Leute. Einkaufen. Und morgen ist schon wieder Feiertag. Morgen ist ja Reformationstag. Ne? Da hat der Martin Luther, also nicht der King, sondern der andere Martin Luther, die 19 Thesen. 19, ne? Oder wie viel waren das? Oder 99? Ist egal. Auf jeden Fall hat er irgendwelche Reformationen auf ein Stück Papier oder damals Pergament getackert. Also mit Nadeldrucker, das war ja damals noch nicht so, mit Laser und so, ne? So, und da hat er an der Tür genagelt, ne? Ja, was er so meint und anders machen, ja? Ja, man kann sich doch den lieben Gott nicht erkaufen, ja, das war das Thema, ne? So war zum Beispiel, ja? Und ja, und der hatte sogar eine Frau gehabt, ne? Also fand ich auch gut, ne? Finde ich sowieso gut, ne? Also egal welche Religion und so, ja, die sollen doch ruhig normal verpartnert sein. Ist egal in welche Richtung, ne? Das ist mir auch wurscht. Hauptsache, die sind glücklich, ne? Glückliche Menschen sind sowieso viel besser drauf, ne? Das ist ja auch genauso wie bei glücklichen Kühen, ne? Nein, nicht so, aber die geben bessere Milch. Ja. Ja, sagt man so, ob das jetzt so großartig stimmt, das weiß ich nicht. Das ist jetzt mal so in den Raum, also hier in den kleinen Fahrzeugraum gerufen, ne, gesprochen. Stoß. Ah, der dampft immer noch, ne? Kann man das sehen? Ja. Ach ja. Ja, Krankenhäuser. Nee, wenn ich darüber gucke, dann wird mir immer kollerig im Bauch, ne? Aber ist ja gut. Ist ja, damals, wo ich mein Herzkasper hatte, da bin ich aus, irgendwie habe ich zu meiner Ex-Frau damals gesagt, bring mich schnell im Krankenhaus, ne? Ja, aber du schon wieder hast, hieß es dann nur noch, ne? Aber ich habe das gemerkt, das stimmt aber nicht. Ich hatte hier wie so ein, diese Backsteine, ne, so Pflastersteine für einen Parkplatz, ne, hatte ich da gehabt, ne, so ein Gewicht, so fühlte sich, als wenn der so hier drauf drückt. Jetzt nicht Armschmerzen, Eisenring, was man da so alles erzählt, ne, bei mir war das, fühlte sich das anders an. So, und dann bin ich dann halt im Krankenhaus und da guckte so eine Krankenschwester noch so aus der Tür und da habe ich nur so gesagt, so Gabi Köster, ne, hatte so Perlen im Haar, ne, so ulkig, so ein, ja, eine lustige Person eben, ne? Und, jo, ne? Und dann ging das da zur Sache, ne? Ja, und da guckte die so aus der Tür raus, ne? Der Doktor kommt gleich. Und da war dunkel. Da ging bei mir Licht aus. Da habe ich noch den Kopf hier an irgendeinem Blumenkasten im Wartebereich da noch aufgeklatscht, ne? Habe ich alles hier kaputt gehabt, ne? Da sieht man jetzt Gott sei Dank nichts mehr, ne? Alles hier noch wund gehabt. Aber ich habe davon nichts mehr gemerkt. Ne? Da schlägst den Schädel ein und merkst nichts. Schönes Auto. Hallöchen, Popöchen. Sheriff. Na gut. Ja, ne? Und
Ja, und danach, ich weiß nicht wann, die haben mich da im künstlichen Koma getan. Und dann bin ich ja auch hierhin, ne? Da haben sie mir da so Drahtdinger da reingemacht, so wie so ein Maschendrahtzaun. Aber so für die Arterien, weil die immer so sich wieder zusammengekrampelt haben. Ja, das war so wie, ich habe das so mir mal erklären lassen, so ein bisschen, das ist so wie so ein Schock, wenn man den, zum Beispiel einen Arm abgerissen bekommt, also jetzt nicht schlimm, ne, also probiert es auch nicht aus und Kinder nicht nachmachen, ne, einen Arm abgerissen, dann würde sich die Adern an der Stelle so zusammenziehen und dann, damit du nicht verblutest. Vom Körper gut gedacht, ne. So, und das hat sich aber auch hier mein Herz da, so die Herzkammergefäße da, die Arterien und die Röhren da, ne, Schläuchs, ne, hat das auch so sich zusammengezogen, dann ging da kein Blut mehr durch. Da war keine Verkalkung oder sie haben zu viel geraucht oder so, nee, oder Fett oder was weiß ich, Ablagerungen da, ne, wie eine Kaffeemaschine, so. Nee, das nicht, nee, das war dann so anders, das war dann so, ne, so. So, das hat sich immer so von selbst zusammengezogen, ne? Und da musste da so ein Röhrchen rein. Da haben sie mir so einen Draht, Maschendrahtzaun, haben sie dann da reingeschoben, ja, durch die Leiste. Da geht dann so durch den ganzen Körper bis hier oben an. Eine Stunde dauert es. Ach du lieber Gott. Oh, haben wir hier eine Metzgerei oder was? Oh, eine Stunde dauert das, bis die erstmal mit dem fertig sind oder den vorbereitet haben. Naja, okay. Auf jeden Fall, ne? Wo war ich jetzt schon wieder liegen geblieben? Siehst du? Kurzzeitgedächtnis. Piu! Ja. Ich könnte jetzt so eine Frikadelle essen, Leute. Was soll ich heute mal Frikadellen machen? Also, ihr würdet das ja dann morgen sehen. Ja, ich versuche das immer so. Manchmal mache ich am Tag auch zwei Filme oder einen Shorty. Ja, dann kommt halt irgendwas Beklopptes. Also, einen dummen Spruch oder so, weil ich ja. Davon habe ich ja genug von dummen Sprüchen, ne? Aber. Nee. Ja, auf jeden Fall, ne? So ein. Da hatte ich einen Herzkasper gehabt. Ein Myokard-Herzinfarkt. Ja, das hat sich so, wie durch so einen Schock, ne, Arm, Adern verschließen, du siehst das, kriegst einen Schock und dann ziehen die Adern dich so zu, ne. Ja. Ja. Ach ja. Also ich finde die Häuschen da finde ich schön, ne. Aber hier irgendwo, hier ist ein ganzes Haus mit mehreren Etagen, komplett leer. Alles so zu kaufen, ne? Das ganze Haus. Hinten mit ein Stück Garten wohl dran. Da würde ich ganz unten einziehen. Der Garten ist dann meiner. Und dann würde ich aber auch da so ein Pavillon aufstellen, so wie auch wie in Türkei, ne? Dass da jeder so grillen kann, ne? So Grillparty machen kann und so. Fände ich jetzt sehr schön, ne? Ja, ich bin ja sowieso so ein offener Mensch, so ein. Ja, was sollst du dich denn auch immer einkämmern und rühr mich nicht an und so, ne? Braucht doch gar keiner. Oh, da kommt schon eine Liegendanfahrt, ne? Komm du mal schnell mit dem Fahrrad hier weg. Fahr du vorsichtig. Ja, fährt er, okay. Ja, ja, Krankenwagen oder so, da habe ich immer. Wo fährst du denn jetzt rein? Du musst doch hier reinfahren, oder nicht? Kollege, hier ist die Einfahrt. Jetzt fährt er erstmal wieder rückwärts. Ja! Hier ist die Einfahrt, Liegendanfahrt. Steht da so ein Schild, ne? So, jetzt da rein. Richtig. Ja, man will ja auch helfen, ne? Ja, ich kann halt nicht leiden, ne? Also, was im Moment so abgeht. Guck mal, in Australien ist das, glaube ich, so, wenn du. Hier Rettungskräfte, Polizei und solche Sachen, Notarzt und so, behinderst, du kommst ein halbes Jahr im Back. Da wäre ich gar nicht gegen, ne?
Wäre ich nicht gegen. Ja, weil letztendlich hast du das Leben ja aufs Spiel gesetzt von dem, der jetzt da in dem Wagen sitzt, ne? Oder liegt, ja. Also, ja, darum, ne? Also, finde ich nicht gut. Und weil Australien da so, oder Australien, ne? Nicht, dass ich jetzt was Falsches sage, ne? Finde ich besser, finde ich gut. Weil, wir können doch hier nicht eigene Gesetze oder andere Gesetze von Menschen machen lassen, ne? Du kommst hier nicht rein mit deinem Krankenwagen und außerdem hup, 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 ne? Weil der da den Weg versperrt, weil der da gerade einen retten muss, ne? Ja, wie kann man nur? Also Leute, also das ist, ich finde das schwer respektlos, ne? Also ich habe auch nie so Interesse oder so, ja, sowas zu filmen, ja, dass der jetzt an mir vorbeifährt, da kann ich nichts für. Ja, ich film ja, ich gehe jetzt, renne ja jetzt nicht zu einem Krankenwagen und die Tür geht auf und lächeln, ja. Das fand ich immer so einmal so gut, ne? Da lacht dann wirklich, ja, Mensch, lacht dann ein Toter, ne? Wo willst du denn jetzt hin? Da lacht ja dann ein Toter, ne? Und der Polizist, ja, so ein Typen da aus dem Auto geholt, ja, komm mit, kannst du Toten filmen, ne? Aber Leute. Und dann hinterher wollte er nicht. Da hat er doch Muffensausen gekriegt. Ja, aber soll dich was schämen, das Schwein? Was soll das? Ne? Kannst du nicht hier irgendwelche sterbenden oder schwerverletzten Menschen da knipsen, fotografieren, filmen, scheiße. Da. Nur damit du bei Jupstups oder TikTok mehr Einschaltquoten hast. Nee. Braucht kein Mensch sowas. Kann ich nicht leiden. Ja, ich wisst ja, ne? Was Ungerechtigkeit betrifft oder so, ich bin da ein schwerer Gegner, ne? Also, das kann ich nicht verknusen. Verknusen, ja, das sagen wir hier auch schon mal ganz gerne. Das klingt so hamburgerisch, ne? Jetzt nicht die Dinger, die runden Dinger da zum Essen mit den Patties, ne? Sondern die aus Hamburg, ne? Die Menschen, die reden da auch so ulkig, ne? Finde ich so gut, ne? Ja, finde ich schön. Ich mag überhaupt so Slang, ne? Slang, ob das jetzt Berliner ist oder Sächsisch, ne? Oder Plattdeutsch, ne? Das, ich mag das. Ja, Kölsch, ne? Kölsch ist auch ganz was Schönes. Ja, das finde ich, ich mag das, ich finde das richtig gut. Ne? Weil das ist so nett, das ist nett, ne? Ne, ich finde das nett. Ach ja. Was hast du denn jetzt? Hat sie vergessen, ihre Heckklappe zuzumachen? Das fällt ja auch gar nicht auf, ne? Hat sie vergessen, ihre Heckklappe zuzumachen? Ich dachte, die muss noch mal rausholen oder irgendwas. Nee, hat sie vergessen. Das ist ja was. Ja. Ja, ich freue mich auch schon wieder, wenn Weihnachten ist. Weihnachten. Ich finde Weihnachten schön. Nur, ich habe so das Gefühl, ich glaube, früher war es schöner, ne? Wenn so Kinder noch so im Haus waren, kleine Kinder. Oder wir selbst Kinder noch waren. Ja, das ist doch was, ich finde das schön. Ja, da war das auch egal, ne? Ja, manchmal habe ich dann halt so einen Steckbaukasten gekriegt oder so. Ja, Nopper hieß das, Nopper. Da waren so ganz viele Pickernadeln, die kann man so ineinander, und da kann man Turm bauen, Flugzeuge und so, ne? So was habe ich mal gekriegt. Oder mal auch mal einen Kaufmannsladen, ne?
Kaufmannsladen, Leute. So kleine Päckchen da drin, Salz, Zucker, Mehl, ne, und was alles draufsteht. Welthölzer und. Da habe ich auch mal so kleine, vom Vater mal so kleine Schnapsfläschchen, Dornskat, ne, Jägischer Meister und so. Die habe ich dann auch mit da reingestellt, ne. Da war schön, also da war die Melodien auch weihnachtlich anders, ne. Hier nicht diesen Scheiß da, ne, wo du zugedödelt wirst mit Last Christmas, I give you my heart oder so ähnlich, ne. Keine Ahnung, ich habe da keine Ahnung, ich kann ja sowieso nicht so, ne. Früher war die Musik schöner, früher, ne. Ja, ich fand das schöner, ja. Ja, wenn du, vor allen Dingen, wenn du kleine Kinder dabei hast, ne, die dann sich so freuen, ja, das Glitzern von den Kerzen in den Augen siehst, ja, also das finde ich immer noch schöner früher. Ja, ist halt so, ne. Nee, auch so Ostern, das ist so, bei meinem Opa zum Beispiel, Geburtstag, das durftest du vergessen, aber wehe, du hast deinen Namenstag oder Ostern vergessen, das war gefährlich. Also das hat dir direkt sofort auf ein Brötchen geschmiert, ne, dass er das nicht gut findet, seinen Namenstag zu vergessen. Man muss das so genau aufpassen. Josef. Ja, da musstest du, das war ganz gefährlich. Ja, Geburtstag, ja, das war nicht so wichtig, ne. Man wird ja älter. Ja, man feiert ja das Altwerden, ne, ist ja dämlich, ne. Letztendlich ist das dämlich. Ja, dann feiert man da, ja, den 18. Lebensjahr. Alles gut und schön, ja, wunderbar. Aber wie schnell kommt denn die Zeit? Ja, jetzt gehst du in Rente. Ja, ich hab mal so einen kleinen Junge, ne? Der hat doch mal zu mir, alter Sack, gesagt, ne? Ich sag, weißt du eigentlich, wie kurz dein Alter von meinem Alter getrennt sind? Das ist so viel, ist das. Ich sag, guck doch mal, hast du eine Schwester oder einen Bruder? Ja, eine kleine Schwester. Ich sag, und hast du gesehen, wo die noch ganz klein war, im Kinderwagen, und wie groß die jetzt schon ist, vielleicht kann sie ja schon laufen oder so. Ja, die kann laufen. Ich sage, hast du gesehen, wie schnell das ging? Ha, so einer war das nur noch. Was meinst du, den habe ich so klein geredet. Ja, das ist nicht viel, ne? Guck mal, die heute die Pappnasen, die müssen da erstmal in eine Schule, bis 18, 19 Jahre in eine Schule. Ha, ha, ha. Und dann kommen sie Unität. Ja, wollen dann studieren, ja, BMI oder was die da studieren oder wie die ganzen Abkürzungen da heißen. Ja, dann sind die irgendwann mal 34, ja, dann haben sie ein paar Jährchen, ne? Dann können sie ein paar wenige Jährchen noch bis zur Rente. Ja, also Mutter ist damals, hat sie immer gesagt, ja, mit 13 in die Lehre gegangen, mit 13 Jahren. Ja, das war so normal früher. Ne? Ich habe mit 15, glaube ich, angefangen, meine Lehre, oder 16. Ja, sowas, ne? Überleg mal. So. Und heute gehen die erstmal mit 38 und überlegen sie noch, was sie jetzt werden wollen, ne? Ja. Ist nicht der wahre Jakob. Ja, Jakob, genau. Jakobs, das war so auf der Ecke, Wartereck, war das ein Fahrradgeschäft. Da ist jetzt neuerdings, also immer noch ein Fahrradgeschäft jetzt drin, nur anderen Namen, ne? Andere Firma ist da jetzt drin. So, und das war früher so, da ist meine Mutter mit mir, wo ich, ne, so klein war, an der Hand, da an dem Laden vorbei. Und dann kam der Jakobs aus der Tür. Ne, hallo Ilse. Ja, die kannten sich alle mit Namen irgendwie. Wolltest du nicht ein neues Fahrrad haben? Oh, sagt,
Nee, ich habe im Moment nicht das Geld dazu, ne? Kannst du doch in Raten abstottern. Dann haben die keinen Vertrag gemacht. Das Ding hat jetzt 150 Mark gekostet, ne? Ja, 150 Mark. Dann ist du dann halt eben 15 Mal mit einem 10-Mark-Schein dann dahin gegangen. Und das Ding war bezahlt. Heute musst du Verträge machen. Da musst du erstmal Lichtbild, ne? Gucken, ob du auch richtige Blutgruppe hast und die Bank und irgendeine Schufa-Kacke da. Ja, erstmal gucken, ob du kontrollieren, ob du gut genug bist, ob du nicht in irgendeine Siedlung wohnst, wo ja alle nur Schulden haben. Ja, und was nicht alle, ne? Zack. Ja, dann ging das so, ne? Jakobs, ne? Der billige Jakobs. Der hat auch mal schöne Fahrräder gehabt. Hat Fahrräder repariert und gemacht und getan. Hinterher kam er dann, war er dann moderner, gab es Mofa und Mopeds, ne? Ja, hat gelaufen, der Laden. Die haben ihre Kohle gemacht, sind wahrscheinlich, ich denke mal, reich geworden. Vielleicht so in Raten, so, ne? Ja, Ratenzahlung eben. Ja, aber dann hat die 150 Mark, was das vorher gekostet hat, 10 Mark abbezahlt, ne? Also für die Kinder, das ist der... Ist das vorm Euro, ne? Mark, ne? Vorm Euro und nach dem Taler, ne? Also, ja. Ja, oder Muscheln oder Steine, Kieselsteine, ne? Oder Bernstein, ja, da war ja auch ein Zahlungsmittel alle, ne? Ja. Ach ja. Ja, nur, aber das, früher war das so, ne? War ja auch gut, das war ja auch klasse. Muss ja auch nicht, ne? Nee, aber heute ist alles so unpersönlich, ne? Ja, du gehst zur Bank, musst da bitte machen, musst dich da nackend ausziehen, obwohl du erstmal einen Anzug gekauft hast. Ja, musst dich dann trotzdem ausziehen, ja, nackend machen, damit die erstmal ihre Daten haben, ne? Ja, Körpergröße, kann der arbeiten, zahlt der die Kredit zurück und warten die alle. Ja, Leute, richtig ist das nicht. Das kommt nicht gut, sowas. Ja. Ja, wie gesagt, früher war schöner. Früher war schöner. Last Christmas. Ich glaube, ich fahre auch gleich erstmal nach Hause, bevor ich zum Einkaufen fahre. Ich muss nämlich dringend. Ja, eine nach dem anderen, ne, ja. Ach ja, was willst du machen? Ja, wie gesagt, der Mittelalterfest, wo wir jetzt eigentlich Winterfest machen wollten, unser erster Winterlager-Test, ja, der ist ins Wasser gefallen, sprichwörtlich. Na, also, hat mit dem Wetter nichts zu tun. Da sind die Macher, die da sowas einstielen, sind sich nicht ganz grün. Ja, Zankerei und hin und her. Ja, und da sind die Lager, hat man abgesagt. Ne? Also, ich glaube, Musik und Bühnen sind noch da. Ja, aber ist ja auch nicht das Gelbe vom Ei, ne? Finde ich ja abartig, sowas. Ja, weil so ein Lagern für Mittelalter-Leute, ja, ist schon Knorke, ne? Ja, ist schon kackengeil, aber... Ja, da haben sie Scheiße gemacht. Entschuldigung. Piesekacke, Scheiße, Arsch gemacht. Tja. Ja, ich bin da traurig. Ich bin da sauer, ne? Aber vielleicht, die versuchen ja noch weiter. Vielleicht haben sie dann noch mal irgendwo anders ein Winter-Mittelalterfest. Noch woanders noch eventuell. Was natürlich wünschenswert ist, ne? Alleine so für unsere Gruppen,
Und die, die alle sich ja schon da tierisch drauf gefreut haben. Ja. So. Kriegst du mir so ein Magenkollern. Kennt ihr das? Wenn er so Süßstoff nehmt. Ja, das ist das Problem, ne? Viele meinen, oh, Süßstoff ist gut, da ist kein Zucker drin, ne? Da kann man abnehmen. Ja, Pustekuchen. Süßstoff ist genau das Gegenteil. Also man wird jetzt durch den Süßstoff nicht dicker. Da würde man vielleicht abnehmen, aber du hast so ein Magenkollern. Da hast du mal das Gefühl, da sagt das Gehirn, pass auf, du hast jetzt Hunger. Ich höre deinen Magen da unten. Das Gedärm, das Geschlünz, ne? Ja, ne? Das hört sich dann so an, ne? Und das hast du besonders, wenn ich so Orangenlimo, ja, trinke. Und dann hast du da so Süßstoff drin. Dann habe ich einen Magen, dann stehe ich nachts auf und klaue mir noch ein Stück Fleischwurst, Blutwurst oder eine Dose Ölsardinen mache ich dann noch auf. Ja, gesund, ne? Toll. Finde ich total klasse. Ja, und man wird immer, man macht immer mehr dran. Ne? Ich habe angefangen mit einer Perlize. Ein so ein Dröpken habe ich da rein, so ein Kügelchen da, ne? Bin jetzt schon bei der normalen Tasse oder bei so einem Kaffeepott, bin ich jetzt schon bei 3. Weißt Bescheid? Ja, und dann kollert und bollert hat noch mehr darum. Ja. Ja. Ich muss mal gucken, ob der was geschrieben hat schon wieder. Schon wieder eine halbe Stunde rum. Mein Gott, ne. Jedes Mal, wenn ich ausdrücke, habe ich eine 45 Minuten gerade. Jetzt schon wieder eine halbe Stunde. Schlimm, der Mann. Also, das dauert noch ein bisschen länger, Leute. Ich werde jetzt mal in die Cafeteria gehen und werde mich da mal, na, nicht noch einen Kaffee, aber mal gucken, ob die ein Brötchen haben. Vielleicht sogar mit Matt. Bis gleich. Fertig. Ja. Und dann liegst du hier noch so rum. Das ist schlecht. Ja. Komm. Haben die da nicht so ein Bild? Ach ja. Da, der sieht schon wieder richtig gut aus. Aber hier. Wurde das denn gemacht? Ach so. Aufzugsgeschichten. Ballim. Da ist er. Der mutige Mann. Stand by your man. Oh. 25 mm nur. Ja, das ist nichts Großes. Das ist, sag ja, das ist nur ein Partyschirmchen, ein Cocktailglas. Mehr ist das nicht. Ja. Jetzt haben wir den geheimen Ausgang genommen. Gott sei Dank haben wir das jetzt fertig. Da ist schon schäbig alles. Braucht kein Mensch Krankheiten oder irgendwas. So, ich melde mich später wieder. Bis denne. Ja.
Thank you.
ziehen. Pakete, frisch vom Rind, Schwein und Rind. 800 Gramm, 800 Gramm. Die hatten doch hier Hasenbeine, ne? Kaninchenkeulches. 10 Euro das Kilo. Wenn wenigstens alle gleich groß werden, dann werde ich zufrieden. Hasenkeule. So, Gänsebrust, was kostet die denn bei euch? Ja, die ist so teuer. Boah, doppelt so teuer wie bei Landkauf. Wahnsinn. So, ich gehe in die Kasse. Schön. Germani. Germani. Was immer das Blach da singt, das Balk. Ja, hier pack mal bitte die Taschen aus, da ist Käse drin auch. Guck mal, die sind doch schön groß. Und die sind auch nicht so schwer, weißt du? Dann hast du so kleine Dinger und die sind total schwer. Da weißt du, dass die nicht mal richtig Zeit hatten zum Aufgehen. Das finde ich dann immer nicht so gut. Warte mal, ich muss erstmal die Putzfinger waschen, bevor ich jetzt das Lebensmittel anpacke. Schnell die Putzfinger waschen. Sagen wir hier so. Germani. Was mit der Hähnchenbrust? Das sind Hasenkeulen. Die müssen eingefroren werden, Hase. Nicht immer alles da reinlegen. Ja, du versuchst das immer da drin. Wir haben auch noch einen draußen drin. Toll. Oh, da ist ein Loch. Yay! Stell mal vor, der Mann hat jetzt zwei Sachen, die einfrieren muss. Dann muss er doch noch draußen. Das wäre so gemein. So, hier. Hau dir einen rein. Aufpassen, hier sind so Partybrötchen für heute Abend.
Die hätte ich gern, dass das so ein Stück bleibt, weißt du? Dass das nicht auseinanderbricht. So. Kinderketchup für die Kleine. Wenn du Käse findest, dann kannst du mir gleich angeben und den Schinken. Oder wolltest du was anderes drauf? Nee. Schinken ist am besten, Brötchen. Die sind aber schön. Die riechen gut. Ach Gott, Nick, komm, was machst du da? Mein Gott, rette ihn! Rette ihn! Was soll denn das? Mein Gott, nee. Das stört sich. Dass die Katzen Angst vor dir kriegen, ist da wohl Logo. Spinner, du. Der lässt sich aber nicht davon stören. Ja, lässt dich davon nicht stören. Ich aber lass mich stören. Mensch, sollen das? Denk dran, nicht nur auspacken, auch beipacken. Nur vom Auspacken habe ich mir nichts mehr kaufen können. Und dann legst du dich gleich hin, ohne Handy. Gehst du ohne Handy im Bett. Hast ja heute gar nicht geschlafen. Doch. Naja. 2 Stunden. 2 Stunden. Und mich macht das mit nervös, wenn du da mein Handy dann nur am Daddeln bist. Du als Pen. Kannst du auch nicht bringen. Jo. Nee, das sind Hasenbeine, nur. Du hast gut gepennt. Ich habe gar nicht gepennt, laber nicht. Das meinst du nur, ich habe nur still neben dir gelegen. Ich habe schon alles mitgekriegt, was du da gemacht hast. Wolltest im Traum tapezieren und dann hast du eine Sitzung gegeben. Hast du gesagt, ich bin der Olaf. Und hast du gesagt, ne? Ich bin der Olaf, ne? Ja, das ist ja auch nur auf Einblutverdünnung. Einblutverdünnung, ja, ist doch gut, Liste. War das jetzt ein Arzt oder was? Oder Assistenzarzt. Ach so. Der ist noch in Vorbereitung, sozusagen. Die andere, die den Eingriff da mitgemacht hat. Ja. Die haben es da auch vorhin gesehen. Die hat mich auch wieder erkannt. Hat gefragt, nicht mehr geht. Na. Weil die ist da ja auch, die macht ja Ultraschall und EEG. EKG. Ja. Das ist da ja alles da in dem großen Raum da. So. Ob ich dir das jetzt sag oder peng? Ja. Ja, dann räum das bitte bei. Nicht immer da als liegen lassen. Wir haben jetzt aktuell keine Tüte für draußen. Wer bist du? Wir haben keine Tüte für draußen drin. Ja, für die Kaffeeleiter. Ja, den brauche ich ja wenigstens eine hier. Hörst du? Ja. Wo wir da unten? Quatsch, glaub ihr. Hey! Komm mal! Schmierlappes! Das rum. Au! Und wo kommst du jetzt auf einmal her? Du steht immer abseits. Die kriegst du nicht anders. Oder wen jetzt hier? Den hier? Den da?
Ja, bin ich jetzt blöd? Also Kotflügel. Ach da, warte mal. Der geht vom Fressnapf weg. Den und den. Ist aber noch was drin. Tinker geht dahin, frisst. Und Cody rennt auch wieder sofort dahin. Ja, ja, sicher, muss ja. So. Den anderen was wegfressen. Richtig. So. Dann hau ab. Schmeiß bitte die Brötchen hier auf den Boden. Sonst haben die Katzen auch noch was. Haben die auch was davon. Ja, das Fleisch, das muss ich noch zusammenschneiden. Zurechtschustern. So. Jetzt habe ich meine Brödels. Dann kann ich abziehen nach oben. Nehme ich hier so einen Mickey Maus Teller. Ne, Minnie Maus, ne? Minnie Maus ist das, ne? Jo. Jo. Ach, Schinkenbrötchen, Käsebrötchen. Leute, das ist das geilste Gibbet auf der Welt. Also, nach Mettbrötchen, ne? So. Ich bin jetzt erstmal weg. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schön, dass ihr mit mir so ausgehalten habt. Mal unsere Sprechstunde. Auch mal nicht schlecht, ne? Könnt ihr ja in die Kommentare schreiben, ob so eine Sprechstunde, ja, einfach mal so, ja, mein Gerede, ja, wenn ihr das vertragen könnt, meldet euch mal dann, ne? Schreibt da mal in die Kommentare, ob euch das gefällt. Dann können wir das ab und zu mal machen, ne? Wenn mal so ein, ja, so ein Ärztetermin ansteht, ne? So, ich sag dann Tschüssi. Tschüssikowski, haltet die Ohren steif, den Rest auch Glück auf und gehabt euch wohl und alle, die mich lieb haben und alle, die ich lieb haben darf von euch, Glück auf und bleibt gesund. Tschüssi!